Ja, hallo und herzlich willkommen. Lasst uns reden. Ja, und ich freue mich auch heute wieder auf ein total spannendes, informatives, lehrreiches Gespräch. Diesmal mit einer jungen Kollegin. Und wenn ich sage jung, dann muss man direkt vorweg einleitend sagen, ja, sie gehört zu der sogenannten Generation Z. Und dieser Generation sagt man ja nicht unbedingt so Positives nach, zumindest begegnet mir das so immer wieder, dass man sagt, die sind faul, die sind undiszipliniert, unmotiviert und so weiter. Sondern sie gehört auch zu den Bestqualifizierten im Sicherheitsgewerbe, allein dadurch, dass sie eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit Ausbildung gemacht hat und zudem auch noch als IHK-Prüferin und als Dozentin tätig ist. Also viele gute Gründe, miteinander zu sprechen. Und ich bin total gespannt, ob mir heute die Frage beantwortet wird in diesem Gespräch, was die Älteren und ja, auch wenn ich es nicht wahrhaben will, ich gehöre auch schon so ein bisschen zu den Älteren, von den jüngeren Kollegen im Sicherheitsgewerbe lernen können. Also herzlich willkommen, Melda. Hi. Hi, wie geht's dir? Mir geht's super, und dir? Sehr schön, ja, mir geht's auch sehr gut und ich bin total gespannt, was wir so miteinander besprechen. Ich würde einfach mal ganz kurz fragen wollen, wie wird man mit 22 Jahren, du bist ja 22, Ja. ja, wie wird man Prüferin, IHK-Prüferin, wie wird man Dozentin im Sicherheitsgewerbe? Du hast ja die Fachkraft für Schutz und Sicherheit Ausbildung gemacht. Erzähl mal ganz kurz was zu deinem Werdegang. Also, ich habe meine Ausbildung bei der DB Sicherheit angefangen. Ich bin seit 2018 ungefähr in der Branche, habe meine Ausbildung dann auf 2,5 Jahre verkürzt, weil ich eben so gute Leistungen hatte. Ja. Und nach der Ausbildung war ich noch so ein bisschen bei der DB unterwegs, also war als Instruktorin tätig, also habe da auch Mitarbeiter eingewiesen in Einsatzmittel, also Reitschutzsprühgerät, EKA und alles Mögliche, weil Okay. ich da schon den Biss hatte zu sagen, hey, ich will irgendwas aus mir machen und nicht einfach im Streifendienst weitermachen. Ja. Dann habe ich mich auch so ein bisschen in der zivilen Einsatzgruppe umgeschaut in der DB Sicherheit. Also da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, sich da eigentlich umzuschauen. Ja. Und irgendwann habe ich mich dann beschlossen zu sagen, ja, hey, ich schaue mir das aus der behördlichen Sicht an. Und bin dann in den Außendienst der Stadt Nürnberg gewechselt. Ah, okay. Genau, und war dann im kommunalen Ordnungsdienst tätig. Leider war das dann so, dass ich dann gesagt habe, irgendwann, nee, ich möchte in die private Sicherheitswirtschaft wieder zurück, weil mir das irgendwie aus der behördlichen Sicht nicht so gefallen hat. Also die Tätigkeit war einfach nicht für mich. Ja. Da hat mir schon dieser Sicherheitsaspekt irgendwie gefehlt. Und Okay. dann war ich dann Abschnittsleiterin. Bei Events, bei Veranstaltungen eben, habe ein bisschen Führungserfahrung eben gesammelt und irgendwann dachte ich mir, okay, es hat mir irgendwie nicht ausgereicht. Also ich habe dann gesagt, hey, irgendwas fehlt mir einfach noch. Und mir hat es ja immer gefallen, anderen was beizubringen und denen irgendwie was an den Weg mitzugeben, weil halt einfach die Generation so ein schlechtes Bild hat, wo ich dann gesagt habe, ich bin nicht so, ich muss das irgendwie zeigen. Und dann habe ich nach Dozentenstellen gesucht, habe mich eben erkundigt und bin dann tatsächlich fündig geworden. Die fanden das auch super, dass ich so jung bin. Also da habe Ja. ich positive Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Und seitdem bin ich eben, also seitdem bin ich Dozentin und Prüferin bin ich tatsächlich durch meinen ehemaligen Ausbilder geworden. Ja. Und zwar hat der immer erzählt, dass er so in Prüfungsausschüssen ist und dass es total Spaß macht. Und irgendwann dachte ich, man kann sich halt Vollzeit drauf bewerben, aber es gibt ja keine Vollzeitstellen. Richtig, richtig. Und dann bin ich. Manche denken ja auch, man bekommt richtig Geld, ne, für die Prüfertätigkeit. Ja, genau. Das können wir Ja. auch hiermit richtig stellen, dass es nicht so ist, es ist ein Ehrenamt. Genau, das Insofern. ist ehrenamtlich. Und das ist mir dann auch erst gesagt worden, nachdem ich mich dann per E-Mail bei denen gemeldet habe, telefonisch und das geklärt habe. Und dann habe ich halt meine Qualifikationen denen zugesendet. Und jetzt bin ich einmal in der Sachkunde im Prüfungsausschuss dabei. Und ich bin jetzt seit kurzem erst bei der Fachkraft und bei der Servicekraft auch im Prüfungsausschuss dabei. Da muss ich aber noch hospitieren. Und wenn das durch ist, kann ich dann auch Ja, durchstarten. super. Ja. Das war jetzt so in Kurzform die letzten 5, 6 Jahre, ne? Wenn ich richtig Genau, gerechnet ja. habe. Genau, Bist ja ja. schon einige Jahre dabei, also Ja. hast ja auch schon Erfahrungen gesammelt. Mich würde interessieren, insofern würde ich ganz kurz zurückspulen, was bewegt einen denn so als junge Frau so mit, du bist ja mit 17 dann schon in die Branche gekommen, ne? Oder 17, Ja, 18 oder 16 und dann wurde ich direkt 17, genau. 60 tatsächlich, also im Grunde genommen nach der Schule. Genau, ja.
Ja, Wahnsinn. Also ich mache ja die Erfahrung, dass viele Leute, die nach der Schule direkt in die Branche kommen möchten, oftmals eigentlich vor die Wand laufen, weil man ja sehr ungerne auch ja im Grunde genommen Jugendliche nimmt. Ne? Das hat ja auch einen rechtlichen Aspekt, einfach wegen den Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, die Branche selber guckt eher danach, dass die Leute mindestens volljährig sind. War das auch deine Erfahrung? Weil du bist ja dann ungewöhnlich jung auch in die Branche gestartet. Ne? Nee, tatsächlich. Also ich hatte damit keine Probleme. Ja. Also die Sicherheit hat da direkt gesagt, ja, wir nehmen dich. Also ich Super. hatte damit überhaupt nichts. Nur was bei uns dann der Fall war, dass ich natürlich die Einsatzmittel nicht bekommen habe direkt mit 16, also Ach vor so. allem EKA, sondern erst ab 18 dann meine EKA bekommen habe und dann vollwertig eingesetzt wurde. Ich war dann so Okay. als dritte Frau sozusagen dabei und konnte mir das eben anschauen, Ja. aber war natürlich dementsprechend auch interessant. Klar. Zurück zur Frage, was hat dich, wenn du an dich damals so zurückdenkst, was hat dich denn motiviert, dann ausgerechnet in der Sicherheit was zu machen? Also weil man ja dann in dem Alter, so wenn man aus der Schule kommt, vielleicht eher sagen würde, okay, ich gehe vielleicht direkt zur Behörde, gehe zur Polizei oder was auch immer, ne? Also was auch immer einem so liegt oder was man glaubt, werden zu wollen. Warum private Sicherheit? Also bei mir war es tatsächlich am Anfang auch so, dass ich zur Polizei wollte. Ich glaube, das fängt immer so mit an. Ja, ich wollte zur Polizei, Also aber artverwandt, genau. ja, genau. Und ich wollte eigentlich zur Polizei, aber irgendwann habe ich mich dann so im Netz einfach informiert und so die Weiterbildungsmöglichkeiten angeschaut. Und dann habe ich halt gesehen, dass bei der Behörde es halt irgendwann ab einem bestimmten Punkt jetzt nicht mehr unbedingt den Grad von Weiterbildungen gibt, was ich eben machen kann. Und ich habe mich dann mit Kollegen, also damals waren sie noch nicht Kollegen, aber mit Leuten, die eben am Bahnhof gearbeitet haben, habe ich mich halt getroffen und habe dann gesagt, ja, wie läuft es denn eigentlich so ab? Also habe mich darüber informiert und dann habe ich ein bisschen mit denen geplaudert, habe im Netz nochmal so ein bisschen darüber gesucht, was es da eben gibt und habe dann wie so, das war wie so eine Erkenntnis plötzlich oder Erleuchtung. Und habe so viele Weiterbildungen gesehen, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, das muss ich unbedingt machen, weil das ja, weil ich liebe es, mich weiterzubilden einfach. Das ist so ein Punkt, was ich einfach sehr, sehr gerne mache. Und das habe ich dann gesehen und das war wirklich wie so eine Erleuchtung, wo ich gesagt habe, ich muss diese Ausbildung machen. Also, dass jemand, der sich gerne selber weiterbildet, irgendwie automatisch dann in der Rolle landet, dass er selber andere ausbildet, ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Es ist eben eine Charakterfrage, vielleicht auch eine Frage der Interessen und so, auf jeden Fall. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass du ja sagst, du hast dich bewusst im Grunde genommen ja, gegen die Polizei entschieden, das ist jetzt krass formuliert, aber hast eigentlich dich bewusst für die Sicherheitsbranche entschieden. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ob du wirklich eine Ausnahme bist, das werde ich gleich nochmal fragen. Aber du hast dich ja bewusst dafür entschieden. Was hältst du denn, kleine Frage am Rande, was hältst du denn von dem Klischee, dass man sagt, ja, die es nicht zur Polizei schaffen, die landen da in der privaten Sicherheit? Also, ich finde das, ich find das schwachsinnig. Also, wenn man das so sagt, das ist Aber ist dir schon mal Quatsch. begegnet, ne? Ist ja nicht Ja, auf ungewöhnlich, jeden ne? Fall. Also, ich habe das mit Kollegen immer mitbekommen, die gesagt haben: Hey, was machst du überhaupt in der privaten Sicherheitswirtschaft? Geh doch Ja. zur Polizei, geh doch zum Zoll. Und immer dieser Druck, dass man sich irgendwie beweisen muss, dass man in der privaten Sicherheitswirtschaft gut aufgehoben ist oder irgendwie musste man sich immer beweisen, so. Und ich wurde damit sehr oft konfrontiert, aber ich habe da auch meine Gründe, wo ich sage, ich möchte das halt einfach nicht, weil ich die Aufstiegschancen in der Sicherheit halt viel höher sehe als jetzt beim Zoll oder bei der Justiz oder bei der Polizei eben. Und das hat damit nichts zu tun, dass man nicht die Qualifikation dafür hat, sondern einfach, ich sag mal, so eine Pro- und Kontraliste durchgeht und sagt, nein, private Sicherheitswirtschaft ist für mich da wesentlich besser dann. Sehr interessantes Thema. Müsste man ein Ja. gesondertes Video zu machen? Ich habe mal für einen Vortrag, das fällt mir so spontan ein, habe ich tatsächlich so eine Pro- und Kontraliste gemacht. Ich habe Ah. quasi viele Aspekte der Polizei Ja. gegenübergestellt zu Aspekten der privaten Sicherheit. Ich muss zugeben, die private Sicherheit hat nicht besonders gut abgeschnitten dabei. Ja, weil es ja auch um andere Rahmenbedingungen geht, ne? Um Jobrahmenbedingungen, Absolut. Anerkennung in der Öffentlichkeit, bis hin zu vor Gericht, ja, also wo man als Polizeivollzugsbeamter einen sogenannten Vertrauensvorschuss hat. Ich sage immer, die Sicherheitskräfte haben immer eher einen Misstrauensvorschuss, wenn sie vor Das Gericht landen. stimmt, ja. Ja, wirklich. Also es gibt eben viele Aspekte, bis hin zur Bezahlung und soziale Rahmenbedingungen. Aber es gibt eben auch, und ich finde das total gut, dass du das auch so spontan hier so erwähnst, es gibt eben total viele Vorteile auch. Es gibt auch viele Dinge, wahrscheinlich finden wir die eher im Bereich
Freiheit und Selbstverwirklichung, also persönliche Entwicklung, die eben in der Privatwirtschaft ausgeprägter sind, ne? Und die, wenn man dann die Motivation mitbringt und wenn man die Lern- und Leistungsbereitschaft mitbringt, wo man sich im privaten Sicherheitsbereich vielleicht viel mehr arbeiten kann, als wie man das kann, wenn man in dem System Polizei arbeitet. Das will ich Absolut. dazu nur kurz erwähnen, aber wir verrennen uns sonst hier. Aber total interessant. Und es passt ja auch zu dem Aspekt, du hast ja dann sogar nach deiner Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit, zu der ich auf jeden Fall gleich noch so ein, zwei Fragen habe, hast du dann ja irgendwann diesen Wechsel sogar gemacht. Kommunaler Ordnungsdienst ist ja Behörde. So, und hast dann aber freiwillig gesagt, nee, ich gehe zurück. Ist ja auch Ja. ungewöhnlich. Ja, also wie gesagt, auch die Nebenqualifikationen, die man in der Sicherheit machen kann. Also ich habe ja extrem viele gemacht. Also Ja. ich habe die Waffensachkunde gemacht. Ich habe während der Ausbildung die Sachkunde noch gemacht. Ich habe meinen First Responder gemacht. Also die taktische Erste Hilfe habe ich gemacht. Dann habe ich mit der Justiz gemeinsam an so einem Einsatzmittelschulung teilgenommen. Ich habe ganz viele Seminare gemacht, was so methodische und soziale Kompetenzen angeht. Und die Weiterbildungsmöglichkeiten oder Nebenqualifikationen, die hast du im Behördlichen überhaupt gar nicht. Also da kannst du nicht einfach mal sagen, ja, ich fehle jetzt mal eine Woche oder 2 Wochen und mach das jetzt einfach mal, sondern du musst dich halt an diese Laufbahn dann halten. Das Genau. hat mir dann überhaupt nicht gefallen, also persönlich. Ja, es ist unbeweglicher, ne? Unflexibler, sehr viel Genau. statischer so, ne? Also das Genau, ja. ist schon so, ja. Interessant. Die Fachkraftausbildung, die, was würdest du sagen, was war so das Beste in dieser Ausbildung? Du hast ja die dreijährige Ausbildung gemacht, ne? Genau, Ganz ja. klassisch, ne? Dreijährige duale Berufsausbildung. Was war so das, woran du dich am liebsten erinnerst? Was war sehr gut? Was hat dir gut gefallen an dieser Ausbildung? Also am besten war, ich weiß jetzt nicht, ob es in jedem Unternehmen so ist, wir haben aber tatsächlich regelmäßig dieses Situationstraining immer gemacht. Das Ja. heißt, wir hatten in einer Woche fast 2, 3 Tage, wo wir das regelmäßig gemacht haben. Ja. Wir haben regelmäßig Sport gemacht, wir haben regelmäßig. Unter solchen Situationen wurden wir halt nach den rechtlichen Konsequenzen oder nach den rechtlichen Fragen, also uns wurden rechtliche Fragen gestellt, ja, darfst du das jetzt überhaupt oder hast du die Voraussetzungen? Und das war halt super, weil man war da erst 16, 17 und Ja. dann lernt man erstmal, was das überhaupt ist, so physisch an seine Grenze gebracht zu werden und gleichzeitig auch psychisch, weil du musst ja bei so einer Maßnahme nicht nur auf deinen Körper achten, sondern du musst ja auch schauen, okay, ist es jetzt im rechtlichen Rahmen oder eben nicht? Und das war halt so der Punkt, wo ich gesagt habe, das war wirklich das Beste an der Ausbildung, gemeinsam da diese Trainings irgendwie zu machen. Super. Und genau. Du hast gerade eben gesagt, ich weiß nicht, wie es woanders ist. Ich behaupte, du weißt, wie es woanders ist, weil du bist ja auch in eine Berufsschule gegangen Ja. und hast ja auch Mitschüler gehabt. Also behaupte ich jetzt einfach mal, vermute ich. Und du hast ja durchaus Leute gehabt, die eben nicht bei der DB Sicherheit ihre Ausbildung gemacht haben, sondern in ganz normalen, mittelständischen, größeren, kleineren Sicherheitsfirmen. Was ist dir da begegnet? Hast du da die Erfahrung gemacht, dass es anderen schlechter geht oder besser geht? Oder man vergleicht ja schon, ne? Also auch wenn Vergleichen eben oftmals vielleicht nicht so eine kluge Idee ist, aber Ja. man vergleicht ja schon. Und wo hast du dich da gesehen? Also was hast du von anderen erfahren über diese Ausbildung, wie die läuft? Ja, also bei den meisten tatsächlich war das immer so eine Konfrontation zwischen dieses, ja, ich dachte, das ist wie bei der Polizei, da trägt man halt eine Uniform und kann Rechte durchsetzen. Okay. Also das habe ich sehr oft gehört. Und was allgemein die Ausbildung angeht, also wie das gestaltet war, fand ich auf jeden Fall, dass die Ausbildung bei der DB richtig, richtig gut gestaltet ist. Also auch, was man da für Förderungen bekommt bei der DB. Also da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber da fand ich schon, dass ich da auf jeden Fall im Vorteil bin. Und Ja. auch was das Rechtliche angeht, wenn man den Wissensstand einfach verglichen hat, hat man da auch schon wirklich die starken Unterschiede einfach gesehen an der Ja, Qualifikation so. Genau. wir dürfen nicht so viel Gutes jetzt über die DB Sicherheit Ja, sagen, sonst klar. müssen wir das als Werbevideo deklarieren hier. Dieses Video enthält Produktplatzierung. Also ja, aber ich muss an der Stelle trotzdem nochmal ein letztes Mal sagen, ja, DB Sicherheit ist dafür bekannt, dass dort wirklich strukturiert ausgebildet wird, neben der Berufsschulausbildung, also wirklich ausgebildet im Betrieb. Und das hat bestimmt auch Gründe, die in dem Job selber liegen.
weil du da natürlich in einem konfliktträchtigen Bereich bist. Und du hast eben schon von Einsatzmitteln gesprochen und so. In vielen Sicherheitsunternehmen gibt es nicht mal diese Einsatzmittel, ja? Also nicht mal diese Ausrüstung, geschweige denn, dass daran ausgebildet wird. Da rüstet sich jeder noch selber aus oder vielleicht auch gar nicht. Und es gibt durchaus Betriebe, die eben zwar die Fachkraft für Schutz und Sicherheit Ausbildung durchführen, aber selber im Grunde genommen nichts dazu beitragen, dass ausgebildet wird. Das, denke ich, hast du auch erlebt durch andere, vielleicht nicht selber erlebt, weil du eben in einem Unternehmen die Ausbildung gemacht hast, wo es wirklich vernünftig läuft, ne? Also, und ich glaube, davon profitierst du ja auch heute noch. So wie du darüber sprichst, merkt man das ja auch, ne? Du hast ja viele Fortbildungen dann auch schon während deiner Ausbildung gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Und Also das kann wir ja deinen Weg oder deinen Weg gefunden und diese Motivation auch gefunden. genau. Ja, du bist Dozentin heute. Ja. Ja. Und das machst du gerne. Ja, auf jeden Fall. Ja, was macht für dich so diese Dozententätigkeit aus? Also was ist das Wichtigste, was du dir selber auferlegst, also im Rahmen der Ausbildung von Leuten? Also du bildest ja aus dann wahrscheinlich Sachkundeprüfung, Vorbereitung oder auch Fachkraft, Umschulung oder was machst du da? Nee, also es ist jetzt nur die Sachkunde. Also ich bin Dozentin für die Sachkundeprüfung. Ja, also für mich ist da eigentlich wichtig, bei mir war es leider so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, ich hatte einen Dozenten, wo dann die Zettel einfach auf den Tisch gelegt worden sind und es hieß, ja, jetzt habt ihr 200 Aufgaben und ihr habt 2 Stunden dafür Zeit und bearbeitet die mal. Ich wollte halt einfach zeigen, dass es halt auch anders geht. Und ich habe in der Sicherheitsbranche sehr selten Frauen als Dozenten zum Beispiel gesehen. Deswegen war das so ein Anreiz, wo ich gesagt habe, hey, da ist doch so eine Lücke, da könnte ich doch was füllen. Genau, da kam ich dann eher eigentlich auf dieses Dozieren. Und mir ist es einfach wichtig, beim Dozieren nicht nur aus der Theorie zu erklären, sondern auch was fürs Leben einfach mitzugeben, also für die Praxis. Deswegen verbinde ich in meinem Unterricht auch immer die Theorie mit der Praxis einfach. Und vor allem, wenn es in Präsenz ist, wenn es um Umgang mit Menschen geht, da mache ich auch Rollenspiele. Also da gehen wir auch wie in so einem Situationstraining einfach so Konflikte eben durch. Und das finde ich halt super, die Theorie mit der Praxis einfach zu verknüpfen und nicht nur langweilig einfach nur über die Theorie zu reden. Ja, das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass du aus deinen eigenen Erfahrungen profitierst. Also gut wie schlecht, ne? Also Ja, ich genau. sag mal, ich weiß nicht, ob du jetzt nur gute Dozenten hattest, nur gute Ausbilder, nur gute Lehrer oder ob du eben auch mal welche hattest, wo es eben schwieriger war, vielleicht dem Ganzen zu folgen. Ich glaube, aus beiden lernt man, ne? Also aus beiden Lagern lernt man, weil man dann, wenn man selber in dieser Rolle ist, dass man jetzt irgendwie sich Gedanken machen muss, wie kriege ich jetzt dieses Wissen, wie kriege ich dieses Können, wie kriege ich jetzt dieses Thema in die Köpfe der Leute, die mir zuhören sollen oder Ja. müssen. Und wenn man sich dann darüber Gedanken macht und seine Erfahrung mit einspielt, dann kommt man automatisch zum Schluss, dass man sagen muss, nee, das kann man nicht statisch machen, sondern das muss man wirklich praxisnah machen, das muss man interessant machen. Man muss also sozusagen also Hilfe zur Selbsthilfe leisten, dass die Leute auch Bock haben, darauf dir zuzuhören, oder? Oder ist es, wie sind deine Gedanken dazu? Also ich finde, das meiste oder was am wichtigsten mir ist, die Leute zu motivieren. Also von Anfang an dieses Feuer einfach in denen zu entflammen und zu sagen, okay, ihr seid für die Sicherheit gemacht, ihr wollt in die Sicherheit. Und wenn ich so einen Kurs starte, ist es meistens nicht so, dass ich dann anfange, ja, hallo, ich bin der und der und das ist so und ihr seid jetzt für die Sachkunde da, sondern ich gehe schon darauf ein, hey, ihr habt die Weiterbildungsmöglichkeiten, ihr könnt das in der Sicherheit erreichen, ihr könnt das machen, also macht einfach mit und das ist für euch gut und guckt mal, was ich alles erreicht habe. Und vor allem, wenn so Jüngere kommen, die Sachkunde eben machen, dann ist es auch so ein Anreiz, wenn die sehen, wow, die ist 22 und ist Dozentin und dann ist es eher so ein positives Aufeinandertreffen, wo die sagen, hey, ich will das unbedingt machen. Mein Berufsstand war nicht so gut. Ich mache jetzt die Sachkunde und will besser einsteigen. Und dann höre ich immer nur, Melda, ja, wie können wir das machen, dass ich irgendwie Objektleiterin werde? Ich habe ja ganz viele, was mich mega, mega glücklich macht, die nach meinem Kurs sich immer noch bei mir gemeldet haben. Die eine ist jetzt Einsatzleiterin, der andere ist irgendwie Objektleiter. Und das macht mich einfach als Dozentin dann natürlich glücklich, zu sehen, dass so junge Menschen einfach an Führungspositionen sind. Das ist das schönste Feedback, was man kriegen kann, Ja, ne? Also absolut, es hilft absolut. einfach nicht, das Thema begegnet mir jedenfalls immer wieder, es hilft einfach nicht, wenn man sich als Dozent selber toll findet. Ja. Das ist eben etwas, das ist eben, das sagt nichts über einen aus und es sagt auch nichts über die Qualität des Unterrichts aus.
sondern man muss immer die anderen fragen, ne, die andere Seite fragen. Und wenn die andere Seite sagt, jawohl, bei der Melde habe ich echt gut gelernt, die hat mir echt gut geholfen, dass ich wusste, was ich da zu tun habe und vor allen Dingen, dass ich auch motiviert war, mich hinzusetzen und was dafür zu tun. Und wenn dann hinterher einfach die Beziehung da ist, ist es auf jeden Fall für denjenigen, der es eben lehrt, der es anderen beibringt, auch eine total motivierende Sache. Es ist eben einfach, wenn man für etwas brennt, dass man andere eben auch dafür begeistert. Ne? Das ist schon so. Ja. Ja, und was ist dein Lieblingsthema? Umgang mit Menschen und Umgang mit Waffen. Ja, Also, Umgang mit Waffen hätte ich nicht gedacht, Umgang mit Menschen merkt man dir an. ja, also Umgang mit Menschen ist auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Praxis und Theorie. Das ist super. Und Umgang mit Waffen deswegen, weil ich ja so viel mit den taktischen Einsatzmitteln jetzt zu tun hatte. Und ich habe ja selber zu Hause auch welche da, um das halt praxisnah zu zeigen. Und dann, wenn es zum Beispiel ein Online-Unterricht ist oder so, dann stehe ich auch da und zeige die Koppel, zeige die Einsatzmittel. Und das ist halt einfach, das ist super. Das, genau, das ist einfach. Ja, man merkt einfach, dass du das gerne machst. Und ich glaube, das ist der Garant einfach für eine gewisse Qualität, ne? Das ist absolut. definitiv so. Jetzt bist du ja auch Prüferin geworden. Erstmal dickes Lob an deinen ehemaligen Ausbilder, der dich da irgendwo dann erstmal so mit reingeholt hat. Das ist ja oft so, dass man schon jemanden braucht, der einen empfiehlt irgendwie. Dieses schlichte Bewerben bei den Industrie- und Handelskammern ist nicht immer erfolgversprechend. Das muss man sagen, gerade wenn man relativ jung ist noch, obwohl du eine gute Grundqualifikation hast, keine Frage. Aber es reicht eben oft nicht. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass junge Leute dann eben auch gefördert werden. Ne? Also was wir wirklich dringend brauchen, auch in den Industrie- und Handelskammern, ist eben Prüfernachwuchs sozusagen. Ne? Und dazu gehörst du ja jetzt auch. Du hast schon einige Prüfungen abgenommen, ne? Sachkundeprüfung. Ja, Sachkundeprüfung. Und wie war deine Erfahrung da, so auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen? Also es war schön, weil ich habe gemeinsam mit meinem Ausbilder tatsächlich die Ah, Prüfung okay. dann abgenommen. Ja, der war dabei. Und das war schon ein ganz anderes Gefühl. Und ich denke, das spielt auch noch ein bisschen so dieses, man weiß einfach, weil es erst vor kurzem war, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Und wenn ich so mit älteren Kollegen dann, also ältere Prüferkollegen dann geprüft habe, habe ich auch gemerkt, wie bei dem einen oder anderen die Frust da schon mit reingespielt hat, wo ich dann auch immer gesagt habe, hey, vielleicht ein bisschen die Frust nicht so rauslassen. Ich weiß, es ist normal, man sollte die Notwehr können, aber bleibt doch ein bisschen entspannter. Und ich habe das halt einfach an mir gemerkt, dass ich da relativ ruhig an die Sache rangegangen bin, weil ich einfach nachvollziehen kann, dass er oder sie eben nervös ist und dass es halt schwer ist, vorne zu stehen. Und dann wurde ich auch als relativ entspannt wahrgenommen und ich sag mal cool wahrgenommen und nicht dieses, oh, ich habe Angst vor den Prüfern, sondern ich habe einfach gemerkt, wie locker das dann im Laufe des Gesprächs wurde, nachdem ich so ein bisschen das Eis gebrochen habe halt einfach. Und die Prüflinge waren auch relativ entspannter als halt eben davor. Was glaubst du, wie wichtig ist das, dass man als Prüfer, Prüferin wirklich auch eine gewisse Prüfungsatmosphäre schafft, also dafür auch mitverantwortlich ist in diesem Gespräch, dass der andere eben etwas entspannter, also man muss sagen, relativ entspannt, weil wir kennen ja alle Prüfungssituationen. Richtig entspannt sein kann man da nicht, das ist nicht möglich, einfach durch den Druck, durch den Stress, den man sich selber da auch macht. Also gewisse Prüfungsängste und Nervosität ist eben normal. Aber ich glaube schon, dass der Prüfer darauf Einfluss hat. Was denkst du, wie wichtig ist dieser Einfluss? Wie wichtig ist das, dass Prüfer das für sich erkennen? Also es ist sehr wichtig, finde ich. Also da sollte auf jeden Fall so eine Selbstreflexion stattfinden. Ist es überhaupt gut, wie ich das mache oder nicht? Weil viele Prüfer kommen da rein und ich meine, ehrenamtlich, das ist ja freiwillig, dass sie da sind. Und dann kommen die mit einer Einstellung rein, so schon wieder. So, wo ich mir dann so denke, hey, du bist doch freiwillig hier. So, Genau. versetz Warum dich machst du doch es mal. überhaupt, ne, muss man sich fragen. Also Genau, wenn man ja. darauf keinen Bock hat, auf Prüflinge, ist auch meine Erfahrung, obwohl ich das in Klammern setzen muss, weil ich will nicht sagen, nur durchweg gute Erfahrungen gemacht habe. Ja, ich habe auch andere Erfahrungen gemacht. Und ich habe ja in meinem letzten Gespräch auch mit einem Prüferkollegen gesprochen und wir waren uns einig darin, dass wir gesagt haben, also als Prüfer sollte man den Eigenanspruch haben und diese Selbstreflexion haben, dass man sagt, ich prüfe grundsätzlich auf Bestehen. Also auf Bestehen, ich prüfe nicht auf Durchfallen. Also ich suche jetzt nicht nach Fehlern und versuche den jetzt durchfallen zu lassen. Wir könnten jeden durchfallen lassen, zumindest wenn man Ahnung von etwas hat, ist es nicht so schwierig. Aber das sollte die Grundhaltung sein. Wir aber schon auch zugeben mussten, das ist nicht immer die Grundhaltung von allen Prüfern. Und da sollte der eine oder andere schon mal über sich nachdenken. Und da spielt nämlich das
was wir gerade besprochen haben, eine riesige Rolle, dass ich sage, diese Beziehung zwischen mir und dem Prüfling und sei es nur dieses 15-minütige Prüfungsgespräch oder wie lange es dauert, das ist total wichtig, dass ich den anderen auch die Möglichkeit gebe. Ne? Also, und zwar durch eine gewisse Empathie, durch eine gewisse Sympathie, durch eine gewisse Entspannung, die ich dem gebe, dass ich nicht den Druck noch erhöhe. Das ist ja das, Ja, was du auch sagst. absolut. Ja. Also ich finde es schwierig, da auch, ich sag mal so, ich finde immer, man sollte sich in die Lage des Prüflings versetzen, Total. ob man das genauso wollen würde, dass man so grimmig angeschaut wird oder so. Ich sitze in der Prüfung mit einem breiten Lächeln immer da und lächle die Prüflinge immer an, die gucken mich immer so Ja, an, so, klar. Ja, ist das natürlich. normal? Also als wäre das was nicht Normales halt. Und das finde ich halt schade, weil ich hab so eine mittelmäßige Erfahrung gemacht, einmal positiv und negativ, wo ich gesagt habe, es gibt einige Kollegen, die einfach diese Machtposition ausnutzen und sagen, hey, ich habe hier das Sagen, und ich kann über deine Prüfung entscheiden. Und das finde ich dann halt schwierig. Auch bei der Ja. Bewertung am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen, weil ich jetzt nicht wusste, okay, soll ich eher strenger, normal oder wie soll ich das bewerten? Und wenn ich dann meine Bewertung abgegeben habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist für mich die 100%, hieß es dann, du kannst keine 100% drauf geben, das machen wir nicht. 90%, okay, aber 100% kannst du nicht auf eine Frage drauf geben. Und ja, also es ist schwierig da, je Naja, nach wir wie. berühren jetzt schon fast das Thema, was können die Alten von den Jüngeren lernen? Ja. Weil, ja, ich glaube schon, irgendwann, wenn man so 20 Jahre prüft, ich prüfe ja auch weit mehr als 20 Jahre jetzt mittlerweile, man muss sich selber immer wieder überprüfen. Und wenn man sich dabei erwischt, dass es einem selber keine Freude mehr macht, dann würde man ja auch die Geduld gar nicht mehr aufbringen, die man aufbringen sollte. Und deswegen ist auch frischer Wind in den Prüfungsausschüssen etwas, was ich absolut willkommen heiße, wo ich sage, ja, auf jeden Fall. Im Übrigen, wir haben viel zu wenig Frauen in den Prüfungsausschüssen. Also müsste ja eigentlich in jedem Prüfungsausschuss müsste ja auch eine Frau sitzen. Das ist bei Weitem nicht so, zumindest nicht bei den Industrie- und Handelskammern, die ich kenne. Und warum nicht von drei Prüfern auch zwei Frauen? Das ist auch kein Problem, ja. Und vor allen Dingen auch jüngere Kollegen, die Ahnung von dem haben, was sie da überprüfen sollen. Und da hat man schon das Gefühl, dass aber das Durchschnittsalter der Prüfungsausschüsse schon sehr, sehr hoch ist. Ne? Also Ja. ungefähr wie das Durchschnittsalter vieler Führungsetagen, ne? Wo man einfach sagen muss, ja, die meisten Führungsetagen dieser Branche sind ja nun mal Ü50, Ü60, ja, 80% wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, hat wahrscheinlich noch nie einer gemessen. Aber Ja. da wäre frischer Wind, glaube ich, schon eine ganz gute Sache. Zumindest nach dem, was du so schilderst, weil ich unterschreibe dir das alles sofort. Ich finde, das ist so eine Grundhaltung, die sollte man haben als Prüfer. Ja. Hat ja mit dem Wissen gar nichts zu tun. Wenn jemand das nicht weiß, was er wissen soll, ja, wird er bei dir ja genauso nicht bestehen wie bei jemandem, der ein Pokerface aufsetzt und der jetzt besonders streng ist oder so. Also ich meine, man muss natürlich einen gewissen Standard prüfen, Ja, aber man klar. darf es doch selber als Prüfer dem Prüfling nicht schwerer machen. Absolut. Darum geht es ja, ne, eigentlich. Ne? Ja, Und da absolut. sind wir uns, ohne uns abgesprochen zu haben, auf jeden Fall Ja. hundertprozentig einig. Okay, aber es macht dir Spaß zu prüfen, ne? Merke ich. Ja, absolut. Also ich Okay. brenne für das. Das ist absolut schön. Ja, super. Ja, und wenn du jetzt in die Fachkraftausbildung auch noch reinrutschst, ist auch noch mal ganz interessant, weil da eben auch wieder andere Schwerpunkte sind. Dann wirst du ja im Kundengespräch wahrscheinlich irgendwann auch prüfen und so. Das ist schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Das ist wieder ein anderer Schwerpunkt und so, ist aber auch spannend. Und ich glaube, die gleichen Grundsätze gelten da natürlich genauso. Ja, Ja, klar. also auf jeden Fall. Ja, schön, dass du auf jeden Fall Prüferkollegin bist. Und finde ich richtig gut. Wie ist denn, wir haben eben gesprochen darüber, also wie dein Eigenanspruch ist als Dozentin und dass du auch selber dir so eine positive Wirkung zuschreibst. Ist die positive Wirkung bei allen Leuten da? Wenn die sehen, oh, so eine 22-Jährige will mir was beibringen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Also sagen alle, jawohl, die kann mir was beibringen, oder störst du auch auf Widerstand? Also ich merke schon, wenn ich so eine Gruppe von Leuten habe, dass dann schon mehr versucht wird als bei jemandem, der jetzt älter ist. Also im Rahmen von, ja, wieso machst du das jetzt so und wieso machst du das jetzt nicht so? Wo ich mir dann so denke, so, ich mache den Unterricht, wie ich das machen möchte. Und
Vor allem bei Älteren habe ich das gemerkt, bei Jüngeren eher nicht, da gab es kein Problem, aber bei Älteren war es dann immer so dieses, ja, was willst du mir denn eigentlich sagen, was willst du mir denn eigentlich beibringen? Und wenn die dann etwas länger dann im Kurs mit mir drin waren, war es dann immer so dieses, ein bisschen immer mehr diese Grenze austesten. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass da was versucht wird. Weil ich setze es eigentlich immer an den Tag, dass ich sage, ich bin sehr kooperativ. Also ich mag das auch nicht, gesiezt zu werden. Ich lasse auch alle eigentlich duzen. Ich habe damit absolut kein Problem, solange das halt in dem Rahmen ist. Also wenn ich dann merke, okay, das wird mehr ausgetestet oder das artet jetzt komplett aus, dann muss natürlich gehandelt werden und gesagt werden, okay, dann habt ihr jetzt dieses Privileg nicht mehr zu duzen, sondern wir gehen wieder um auf dieses Formelle, was ich dann halt schade finde, aber manchmal muss man das halt so machen. Also ich finde, es kommt immer auf die Gruppendynamik drauf an, ob das jetzt ausgetestet wird oder nicht. Ja, klar, also mir kommt so vor, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber dass du schon auch hart in der Sache sein kannst. Also auch Grenzen müssen ja irgendwo definiert werden, ne? Also Absolut. bestimmt werden. Aber grundsätzlich eben weich oder eben empathisch zu Menschen, ne? Das ist auch total wichtig, ne? Also total wichtig. Aber dann ist doch das, ich sag mal, ist es für dich doch schwerer, als wenn da jetzt jemand kommt, der meinetwegen 20 Jahre in der Branche gearbeitet hat, vielleicht noch Mann ist, ja, das ist ja auch ein Thema, ne? Frau, junge Frau auch noch, nicht nur, ich muss mir was von der Frau beibringen lassen, sondern die ist auch noch verdammt jung, ne? Vielleicht halb so alt wie ich. Und jetzt muss die mir was beibringen oder will mir was beibringen zu einem Thema, wo ich vielleicht eine Sachkundeprüfung bestehen will. Und da hast du es ja mit Widerständen auch zu tun. Aber du musst dann ja mehr vielleicht auch dafür tun, ist das so? Also um dein Fachwissen unter Beweis zu stellen. Also dass die Leute dich auch respektieren als Dozentin. Ist das so? Ja, also ich muss schon, ich habe schon das Gefühl, dass ich auf jeden Fall mehr drauf haben muss oder mehr von mir beweisen muss oder zeigen muss, dass ich das drauf habe, als jemand, der das jetzt schon 20 Jahre macht. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der wesentlich älter ist, also so um die 40 bis 50. Und wir quatschen da einfach ab und zu mal, weil falls ich mal irgendwie in den Urlaub gehe, sind die Teilnehmer ja bei ihm. Und dann ist es schon so, dass die irgendwie, dass ich so Rückmeldungen bekomme von wegen, ja, die Melder hat uns das so beigebracht, ist das überhaupt richtig? Wo ich mir dann so denke, so, ich habe ja Ahnung, was ich sage, aber das wird dann immer so in Frage gestellt und das ist schade. Aber es Ja, passiert das Thema, schon obwohl das häufig Thema kenne ab ich und zu. auch. Ja, das Thema kenne ich auch. Auch, dass man versucht, Dozenten gegeneinander auszuspielen. Ja. Das ist auch normal irgendwie, das ist auch menschlich wahrscheinlich. Aber ich kann dir sagen, gute Nachricht ist, ja, ich bin davon überzeugt, dass du es an vielen Stellen schwerer hast, dass du nämlich gegen gewisse Klischees ankämpfen musst. Das hat mit deinem Lebensalter zu tun. Na klar, kannst du mit 22 noch nicht die Erfahrung haben wie ein 40-Jähriger, der 20 Jahre vielleicht schon in der Branche ist. Natürlich nicht. Aber Fachkompetenz setzt sich ja zusammen, nicht nur aus Erfahrung, sondern eben auch aus Fachkompetenz. Erfahrung hast du auch, sogar in einem konfliktträchtigen Bereich. Bist gut ausgebildet worden, hast dir viele Sachen selber beigebracht. Und trotzdem musst du dich, glaube ich, so im Tagesgeschäft als Dozentin schon noch ein bisschen mehr beweisen, wie manch einer, der seine Lücken füllen kann, einfach mit Geschichten, die er erlebt hat. Also du musst schon auch unter Beweis stellen, dass du eben eine gute Dozentin bist, glaube ich, mehr als wie manch ein erfahrener Kollege, ne? Die gute Nachricht dahinter ist aber, du wirst dadurch nicht schlechter. Ja. Dieser Druck macht dich eigentlich sogar besser, ne? Also glaube ich einfach. Ich glaube das einfach. Wo wir gerade über dein Lebensalter sprechen, also Generation Z, ich habe das ja damit eingeleitet, ne? Also man liest ja nichts Gutes. Jetzt muss ich mich auch outen. Wir haben ja auch Auszubildende, die sind so in deinem Alter, teilweise auch natürlich jünger. Und ja, wir haben immer wieder Diskussionen so. Und man verrutscht auch gerne mal, dass man dann auf einmal irgend so eine Schublade aufmacht, nämlich die Schublade, wo drauf steht Generation Z. Und dann sagt man, ja, die sind irgendwie, ne, die haben keine Lust auf Lernen und die wollen irgendwie nicht und die sind nicht pünktlich, die sind nicht diszipliniert, nicht motiviert. Was ist deine eigene Erfahrung mit den Leuten deiner Altersklasse? Also ich muss sagen, das Problem liegt ja auch ein bisschen daran, dass man in diese Schublade gesetzt wird. Also dass die halt direkt gesagt wird von wegen, ja, ihr seid faul, ihr seid das, ihr wollt nicht arbeiten, ihr wollt aber dafür mehr Geld haben. Und dann rutscht man automatisch, irgendwann hat man keine Lust mehr, sich zu beweisen. Und irgendwann sagt man, okay, dann bin ich halt so. Also das habe ich bei einigen gesehen, also das ist nicht bei allen so, aber bei einigen habe ich das gesehen, dass sie dann gesagt haben, ja, ich höre die ganze Zeit, ich bin faul.
Ich mache nichts, obwohl ich 100% gebe. Ich kann nicht mehr als 100% geben. Wenn das nicht reicht, ja gut, dann lege ich das so an den Tag. Und das machen schon einige. Also auch in der Berufsschule habe ich das auch erlebt, wo es dann hieß, ey, ich mache alles Mögliche, ich versuche alles, ich kann nicht mehr. Und die sehen das nicht, anstatt dass die mich mal loben, anstatt dass die mal sagen, hey, das ist gut, was du machst, werde ich in diese Schublade gesteckt. Ja, die Auszubildenden davor waren besser. Die haben mehr Leistung erbracht und man wird immer verglichen und wird, wie gesagt, in diese Schublade gesteckt und dann heißt es, ja, ihr seid alle faul. Ja, am Und ekelhaftesten ist ja, wenn so Menschen meiner Generation oder sogar noch älter dann anfangen zu sagen, bei uns war das und wir haben ja und so weiter. Das ist richtig ekelhaft. Ja, weil man dann ja mit etwas verglichen wird, so von wegen, ja, wir waren früher alle besser oder fleißiger, motivierter, pünktlicher, was auch immer. Das ist etwas, du hast gerade was total Wichtiges gesagt. Das hat mich an etwas erinnert. Im Grunde genommen ist es sogar eine psychologische Theorie dahinter. Also man könnte es auch anders betiteln, also diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Wenn ich natürlich ein Klischee jemanden aufdrücke und wenn ich sage, die sind alle so, wenn ich den Stempel von vornherein aufdrücke, dann suche ich ja unbewusst sogar danach, nach Bestätigung dafür, was ich vorher schon in meinem Kopf festgelegt habe. Wenn ich dann sage, absolut. die jungen Leute sind alle so, dann versuche ich natürlich nach Gründen zu finden, dann versuche ich Gründe zu finden, dass ich recht behalte. Ne? Also das ist einfach so. Und derjenige, um den es geht, der merkt das ja auch. Der merkt das ja auch, dass er in dieser Schublade ist und sagt dann, ja, okay, du siehst mich so, okay, dann zeige ich es dir. Selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist einfach so. Ja? Und da gibt es sogar tatsächlich auch eine Theorie aus der Führungslehre. Da hat man so Studien gemacht. Ich will dich und die Zuhörer damit nicht langweilen, aber ich will es auf jeden Fall in dem Zusammenhang erwähnen. Da hat man Studien gemacht, da hat man gesagt, naja, wie ist es eigentlich, wenn so eine Führungskraft seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen so auf eine bestimmte Art und Weise sieht, also ein positives Menschenbild hat oder eher ein negatives Menschenbild hat, leisten die Leute dann mehr oder weniger? Naja, wenn ich die Leute von vornherein verurteile und denen so einen Negativstempel aufdrücke, dann leisten die auch weniger. Warum sollen die auch motiviert sein, mehr zu leisten, ne? Wenn die merken, dass ich die nicht, also dass ich die als faul, undiszipliniert und unmotiviert betrachte, dann werden die sicherlich nicht das Gegenteil tun. Im Gegenzug dazu, die Führungskräfte, die ein positives Menschenbild haben, bekommen auch fleißigere, bessere, leistungsfähigere Leute. Das heißt, man verursacht das selbst, ne? Und ich glaube, da müssen die Älteren, also meine Generation, ich zähle mich schon dazu, aufpassen, dass man nicht in diesen Schubladen denkt. Sondern dass man sagt, klar, wenn da 25 Jahre dazwischen liegen, zwischen uns liegen ja auch mehr als 25 Jahre, so natürlich ist das eine andere Generation. Da gibt es gewisse andere Werte, andere Haltung. Die sind aber nicht besser oder schlechter, die sind eben nur anders. Und da hilft es auch nicht zu sagen, ja, die sind schlechter. Also es hilft nur, sich gegenseitig zu verstehen und voneinander zu lernen. Weil ich glaube, es gibt verdammt viele Dinge, die kann ich von jüngeren Leuten lernen. Deswegen führe ich auch dieses Gespräch. Ich kann von dir verdammt viel lernen. Aber natürlich gibt es auch Dinge, wo du von mir lernen kannst. Das geht in beide Richtungen, ist keine Einbahnstraße. Oder wie siehst du das? Also ich finde so die Flexibilität von jüngeren Menschen, das sollten sich auf jeden Fall ältere Menschen abschauen, weil es gibt vieles, so was im Werkschutz zum Beispiel bei uns damals reingekommen ist, wo es dann hieß, nein, wir machen das nicht, das sind seit 20 Jahren machen wir das so, also bleibt es auch so. Ja, das war schon immer so. Ja, genau. Der Sicherheitsdienst oder allgemein die Sicherheitswirtschaft kommt ja nicht weiter, wenn wir die ganze Zeit am selben Punkt stehen bleiben und sagen, ja, es ist so. Es ist natürlich, wie du schon erwähnt hast, früher waren andere Werte wichtig. Jetzt sind halt andere Werte für jüngere Menschen wichtiger. Und mit dieser Vielfalt klarzukommen oder dass sich das jetzt geändert hat, das ist halt so der Punkt, wo ich sage, ja, man sollte man das vielleicht von einer anderen Perspektive mal betrachten und sagen, ja, vielleicht haben die doch recht. Das hat sich geändert. Es ist halt nicht mehr vor 20 Jahren, Ja, sondern es ist jetzt. Wir sind im Hier und Jetzt und man sollte dafür offen sein. Klar, wir Jüngeren können auch von den Älteren lernen, mit Geduld, mit Problemlösung. Also ich finde, ältere Mitarbeiter oder ältere Kollegen sind auf jeden Fall bei der Problemlösung viel entspannter und gehen es nicht so impulsiv an wie die Jüngeren. Ja, aber dieses Offensein für Neues, das ist bei den Jüngeren ja eigentlich so eine Selbstverständlichkeit. Und das, finde ich, ist so ein Punkt, den die Älteren auf jeden Fall sich abschauen sollten und sagen sollten, okay, da gehen wir Hand in Hand. Und gehen da gemeinsam durch und gehen nicht in so einen Konkurrenzkampf, wo man dann sagt, hey, die Jüngeren sind so und so und wir, die ältere Generation, Genau. Ja, besser. diese Kategorien besser, schlechter, ne? Also Genau, besser, genau. schlechter. Also das,
Dann sagen wir am Ende den Satz, den wir alle kennen: Früher war alles besser, ist einfach Blödsinn, ne? Einfach nur Blödsinn. Ja, wir leben im Hier und Jetzt und im Heute und wir müssen uns fragen, wie können wir das Beste aus heute machen? Mir fällt Absolut. ganz spontan ein, während du das so sagst und ich dir absolut zustimme. Mir fällt ganz spontan ein, dass es gerade in den letzten Jahren so besonders viele Auszubildende gab bei uns im Betrieb. Ich bilde ja auch aus, wir bilden ja auch aus, Fachkräfte für Schutz und Sicherheit unter anderem, die dann nach ihrer Ausbildung eine ganz andere Vorstellung davon hatten, wie der Vertrag auszusehen hat. Und zwar nur in Bezug auf einen Aspekt will ich das erwähnen. Die haben dann gesagt, nee, also hier 200 Stunden arbeiten im Monat, echt, geht gar nicht, sondern ich habe noch andere Ideen und so. Und nee, also ich will erstmal so nach der Ausbildung, und das habe ich jetzt wiederholt erlebt, will ich erstmal nur so 100, 140 Stunden im Vertrag stehen haben, ne? Als Beispiel jetzt. Und wo dann ältere Leute kommen, auch aus dem Führungskreis, und dann natürlich darüber empört sind, wo die dann sagen, hallo, Sicherheitsbranche, wir haben immer 300 Stunden gemacht oder machen das vielleicht immer noch. Ja, und wie kann das sein und so? Und dann kommt nämlich dieses Klischee zum Vorschein, dass man dann sagt, ja, guck mal hier, das ist Generation Z, das sind die jungen Leute, die wollen alle nichts leisten und die haben hohe Ansprüche an alles, nur nicht an sich selbst. Das ist ja auch so ein Spruch, den man immer wieder so hört. Und dem stimme ich dann eben nicht zu. Wo ich dann sage, Moment, ja, das ist doch, eigentlich ist das doch cool irgendwie. Das ist doch gut. Das ist doch was Gutes. Ich meine, klar muss man sich dann die Frage stellen, gerade in diesem Gewerbe, na klar, wie kommt man über die Runden? Weil es wird eben häufig über die Stundenleistung auch Geld verdient. Ja, aber vielleicht genau ist das ja auch das Kranke in dem System. Vielleicht muss man das auch hinterfragen. Ja, also ich finde, dieses Gewerbe muss sich sowieso hinterfragen und muss sich sowieso weiterentwickeln, weil sonst wird es auch schwierig. Wir haben ja das Problem, dass wir bei der Rekrutierung von jungen Leuten Probleme haben, dass wir mit der Abbruchquote in der Ausbildung Probleme haben, und so weiter. Also vielleicht, um das zu verändern, muss die Branche sich auch verändern. Oder wie siehst du das? Also ich finde, dass für die Gen Z vor allem, also Generation Z, dieses Work-Life-Balance extrem wichtig ist. Also dass man einfach sagt, okay, ich möchte trotzdem irgendwas von meiner Freizeit haben. Und da finde ich das nicht schlimm zu sagen, okay, ich arbeite jetzt nur 140, 150 Stunden und kriege dementsprechend Geld. Das ist denen ja bewusst. Aber man möchte halt die Freizeit mit den Freunden genießen. Und keiner wurde ja gezwungen, 300 Stunden zu arbeiten, sondern man kann das ja selbst einfach so ein bisschen ja, einbringen sozusagen. Und das selbst entscheiden. Und ich denke, so ein paar Aspekte, die da reinspielen, wieso halt so viele die Ausbildung abbrechen, ist einmal, das beruht eigentlich auf Gegenseitigkeit. Das heißt, die Azubis informieren sich nicht darüber, was überhaupt der Job erfordert, und bewerben sich einfach drauf. Ich habe es in der Berufsschule gesehen, wo es hieß, ja, wie bei der Polizei, rechte Durchsetzung, das war's. Ist aber nicht der Fall. Und ja, ich finde, es kommt von beiden Seiten einfach, dass die Azubis sich da viel zu wenig Gedanken machen und sich dann darauf bewerben und sagen, ja, meine Erwartungen sind jetzt enttäuscht. Ich habe was ganz anderes erwartet, obwohl alles in dieser Jobbeschreibung halt drinsteht. Man muss sich halt damit mehr auseinandersetzen. Ganz einfach. Und auch von der anderen Seite, dass der Druck halt einfach so hoch ist. Also ich habe selber an mir gemerkt, dass es für mich physisch wie auch psychisch eine extreme Belastung war, in der Ausbildung direkt 12 Stunden, 10 Stunden zu arbeiten. Und ich sage nicht, dass man das natürlich alles verschönern muss und irgendwie leichter machen muss oder sonst irgendwas, aber die Azubis halt langsam rantasten und nicht gleich sagen, ja, ihr seid jetzt 18, jetzt werdet ihr 5 Tage lang 12 Stunden zum Beispiel Ja, eingesetzt und so, oder ne? auch 10, wenn es so Ja, tut, ne? Ja, verrückt. genau. Und das finde ich halt schwierig, weil der Azubi kommt von der Schule, hat überhaupt keine Ahnung, um was es überhaupt geht, kennt es nur vielleicht 6 bis 8 Stunden in der Schule zu hocken und muss dann plötzlich 12 Stunden stehen, muss dann arbeiten, muss dann hin und her. Und das ist so eine Belastung. Und das spielt nicht nur die körperliche Belastung rein, sondern auch die psychische, die man die ganze Zeit im Hintergrund hat. Ja, wieso arbeitest du in der Sicherheit? Das ist eine Scheißbranche. Die Anerkennung privat ist halt einfach nicht da. Also ich habe das selber erlebt. Ich wollte eigentlich eine Ausbildung zur Bauzeichnerin anfangen. Wäre auch das geworden. Also die haben mich auch eingeladen und haben Das gesagt, hätten auch deine Eltern bestimmt lieber gesehen, oder? bestimmt, ja. Siehst du? Ja, aber das ist eben so, ja. Ja, und dann habe ich dann gesagt, nö, ich gehe jetzt meine Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit machen. Und dann waren natürlich die Gesichter so geschockt und Ja, wie Sicherheit und genau. Security, was ist das? Bist du Türsteherin. Du bist Türsteher? Ja, genau. Willst du Türsteherin. Hilfs-Sheriff spielen? Ja. Also, das war schon.
Und ich glaube, der psychische Aspekt kommt da eben noch mit Ja, rein, auf jeden weil Fall. alle anderen irgendwie Informatik studieren oder irgendwas machen und dann Ja. kommst du so popelig nach dem Realschulabschluss oder so, sagst, ja, ich will in die Sicherheit und dann wirst du eigentlich sozusagen nur ausgelacht. Und ich finde, dieser Punkt zu sagen, ich achte auf meine Gesundheit und achte auf dieses Work-Life-Balance, diesen Cut reinzumachen, fällt vielen Azubis dann viel einfacher, als die Ausbildung durchzuziehen und zu sagen, ich mache mich psychisch jetzt komplett kaputt. Absolut. Ja. Und die Prüfung allein, also wenn man sich das mal anschaut, vor allem die Rechtsprüfung in Fachkraft, finde ich jetzt nicht unbedingt so einfach. Also ich finde die nicht zu unterschätzen. Also Gar ich, nicht. Deine gesamte Ausbildung, also die ja. Prüfungen, die da anstehen, also bis hin dann zum Finale, also das Sicherheitskonzept und das dazugehörige Kundengespräch. Also man muss wirklich sagen, die Prüfung hat es wirklich in sich. Ja, und das, Absolut. auch gestandene Berufsschullehrer, auch die in anderen Bereichen ihre Schwerpunkte haben, die sind wirklich beeindruckt davon, was man dort alles abgefragt wird, was man in der Breite auch alles lernen muss, nicht nur in der Breite, auch in der Tiefe, was man mitbringen muss im Bereich Rechtsgrundlagen, situationsgerechtes Verhalten und Handeln. Gut, habe ich vor kurzem erst darüber gesprochen mit einem Kollegen darüber, Wirtschafts- und Sozialkunde bis hin zu dem Sicherheitskonzept. Das ist schon sehr anspruchsvoll, wirklich. Und da sind auch viele überrascht und es wissen auch viel zu wenige Leute da draußen, wie hoch diese Messlatte ist, ne? Also diese Ausbildung Absolut. dann auch gut zu bestehen, souverän zu bestehen. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, dass sich einfach zu wenige damit auseinandersetzen, weil die sagen, ja, eine Ausbildung in der Sicherheit, das wird schon, mache ich schon so mit Ja, links. Aber es ist halt nicht mit links zu machen, wenn man sich halt nicht gescheit hinsetzt. Also ich habe für absolut. die Prüfung extrem viele Paragraphen auswendig gelernt, weil man Ja, halt kein Gesetzbuch mitnehmen darf. ja, Und das war genau. schon eine Belastung, wo ich gesagt habe, okay, studiere ich jetzt Jura oder was ist denn hier los? Ne? Also das war Ja. schon nicht ohne. Und das sehen halt viele nicht. Und Das das ist der stimmt. Punkt, wo Ja. ich sage, auf jeden Fall, dieses zu wenig damit auseinandersetzen, zu wenig damit beschäftigen, kommt einfach dazu, dass viele abbrechen. Ja, das ist so. Ja, die Abbruchquote ist wirklich enorm. Also gehört ja zu den, also im Negativen gesehen, zu den Ausbildungsberufen, die eben die höchste Abbruchquote haben, die Sicherheitsbranche. Und ja, die Frage ist eben, wie kann man das ändern? Jedenfalls kann man das nicht dadurch ändern, indem man sagt, früher war alles besser und hier müsst ihr 300 Stunden leisten und 12-Stunden-Schichten sind normal, gewöhnt euch dran. Also so nach dem Motto, friss oder stirb. Dadurch kann man jedenfalls die jüngere Generation, die wir dringend brauchen, nicht für sich gewinnen. Das ist eben, ne, das ist ja die Ja, Schlussfolgerung eigentlich. Das absolut. funktioniert so nicht. Ja. Ja. Man hat auf der anderen Seite nämlich häufig Einsatzleitungen, Einsatzleiter, Disponenten, wie auch immer sie heißen mögen in den Betrieben, die dann eben, ja, dieses alte Verständnis noch haben von dieser Dienstleistung und die dann sagen, das muss man hier bringen, das muss man hier bringen. Ja, und die Jungen, okay, die müssen das eben auch bringen, ne? Weil wenn sie nicht über diese Messlatte springen, dann sind sie eben nicht gut genug. Aber so wird diese Branche sich nicht entwickeln, oder? Also ich finde, man muss den Beruf an sich ein bisschen attraktiver machen. Das heißt, wirklich von Anfang an die Karten auf den Tisch setzen und sagen, guck mal, du hast die Möglichkeiten, die Qualifikationsmöglichkeiten, du kannst die Weiterbildungen machen. Das wird am Anfang überhaupt gar nicht kommuniziert. Also ich musste mich auch erstmal selber damit beschäftigen und gucken, was ich für Weiterbildungsmöglichkeiten habe, dass ich überhaupt wusste, dass es geht. Also dass man in der Sicherheit studieren kann, das wusste ich ja gar nicht. Und dann erstmal diesen Schock zu erleben, hey, ich kann doch viel erreichen und habe tausendmal darüber nachgedacht, ob ich vielleicht die Branche wechseln soll. Das hätte man vermeiden können, indem man sagt, hey, guck mal von Anfang an, das und das und das und das kannst du machen. Darüber aufklären, da klären zu wenige Betriebe darüber auf, was man überhaupt alles erreichen kann. Genau. Und auch ein bisschen attraktiver gestalten in dem Sinne, dass man vielleicht ein bisschen mehr Förderungen mitbringt. Das heißt, man kann ja irgendwie sagen, ja, in der Ausbildung geben wir vielleicht einen Teil von deinem Mietgeld, zum Beispiel diejenigen, die alleine wohnen, irgendwie 100 Euro, 150 Euro bieten wir da an. Oder wir haben Kooperationen mit irgendwie, mit Jobrat oder sonst irgendwas. Das haben wir zum Beispiel da. Oder ja, mir fällt da jetzt nichts ein, aber halt Ja, es einfach. gibt ja viel, genau, es gibt ja viele Dinge, die jetzt nicht direkt was mit dem Azubi-Gehalt zu tun haben. Das ist ja oft tariflich dann geregelt und dann gibt es ja Genau. eben auch keinen Spielraum. Ich weiß, es gibt auch Ausbildungsbetriebe, die sagen dann, okay, kommt man über ein bestimmtes Stundenlimit,
Bekommt man vielleicht irgendwie extra was oder die tariflichen Zuschläge, die werden eben gezahlt, also die werden wirklich gezahlt, wenn man da im Nachtbereich oder im Sonntags-, Feiertagsbereich arbeitet, kriegt man die noch oben drauf auf das Azubi-Gehalt. Gibt die verschiedensten Modelle, bis hin zu Sachen, die eigentlich heutzutage selbstverständlich sein sollten, Übernahme von Fahrtkosten, öffentlicher Personennahverkehr, Deutschland-Ticket oder eben auch Spritgeld oder wie auch immer man das nennen will. Das sind so Dinge, die sollten eigentlich auch selbstverständlich sein. Ich glaube, ohne die wird es auch schwierig, überhaupt jemanden zu motivieren, ne? Also ich glaube einfach, dass viele geeignete Menschen einfach auch abgeschreckt sind. Schon alleine vom Klischee oder von dem Bild, was man in der Öffentlichkeit hat von diesem Gewerbe. Eigentlich hast du das jetzt mit anderen Worten ja auch schon so gesagt. Das ist der Druck, dem man eben ausgesetzt ist, ne? Durch das Bild und oftmals falsche Bild des Sicherheitsgewerbes. Ne? Also ich Also. finde, man könnte ja auch sowas wie Jobsharing zum Beispiel anbieten, dass irgendwie zwei Azubis sich die Zeiten flexibel einteilen können, irgendwie, dass die gemeinsam zwar sozusagen eine Position haben und sagen, okay, der eine arbeitet zum Beispiel Montag bis Mittwoch, der andere arbeitet Donnerstag bis Sonntag. Also dass man einfach den Azubis Ja. entgegenkommt und nicht sagt, ihr müsst, wie wir das damals gemacht haben, 300 Stunden schuften, sondern einfach entgegenkommt und sagt, okay, was könnten wir denn einfach kommunizieren miteinander? Das vergessen viele einfach. Und das finde ich so schade, dass man eigentlich 90, 95% der Probleme lösen könnte, wenn man einfach miteinander kommuniziert und sagt, hey, komm, leg doch mal alles auf den Tisch und sag mal, was das Problem eigentlich ist. So. Und da wird man eigentlich gar nicht gefragt, weil deine Meinung ist ja in dem Effekt egal, weil du jung bist, weil du keine Ahnung hast. So wirst du ja abgestempelt. Und dann wird gar nicht gefragt, sondern dann diskutieren irgendwie so drei oder vier 50-Jährige, die dann sagen, ja, was könnten wir besser machen? Ja, fragt doch die Azubis. Fragt doch Richtig. die Azubis, was ihr besser machen könnt. Und nicht nur fragen, sondern auch die Antwort sich anhören Absolut. und wirklich genau und respektieren, die Antwort ernst nehmen und sagen, hey Mensch, okay, die sehen das vielleicht anders, wie ich das sehe oder wie ich das erlebt habe. Und dieses anders könnte vielleicht auch, da könnte eine Chance drin liegen in Veränderungen zum Besseren. Ja, und diese Frage muss sich das Gewerbe allgemein stellen, finde ich. Die Frage wird, vielleicht reden wir darüber am Ende ja auch nochmal ganz kurz, wie du das Gewerbe allgemein siehst, die Entwicklung des Gewerbes, auch die Zukunft des Gewerbes. Aber ich glaube, da liegt der Schlüssel, ne? Und diese Frage wird leider, und das sehen wir jetzt immer wieder, nicht wirklich durch Politik beantwortet. Da sitzen auch die Alten, die werden auch nichts Besseres entscheiden. Oder die Verbände, die wir so haben und so weiter. Man hat da überall das Gefühl, man hat mit Dinosauriern zu tun und die sind nur ausgestorben oder die sterben irgendwann aus. Man muss sich wirklich anpassen. Und was du gesagt hast in Bezug auf Flexibilität, finde ich total wichtig. Total wichtig. Weil was glaubst du denn, was für Diskussionen man dann zu führen hat, wenn auf einmal man dieses Wort, du hast eben Jobsharing genannt, wenn man auf einmal sagt, ja, nee, da haben wir jetzt zwei Auszubildende. Was glaubst du, was müsste man für Diskussionen führen mit Einsatzleitern, die das noch nie so gemacht haben? Würden die dann sagen, oh, das ist eine gute Idee? Würden die das sagen? Na, ganz bestimmt nicht. Ja, und die würden dann abrutschen genau in dieses Klischee. Und die würden sofort sagen, ja, die sind alle nur, weil die faul sind, können wir ja unseren Betrieb nicht den Faulen anpassen, sozusagen. Ja, Und genau klar. das ist der Fehler. Da bleibt einem vieles verwehrt. Natürlich kann man, ich meine, das Leben ist kein Wunschkonzert, ne, oder auch kein Ponyhof, ja, wie man so schön sagt. Aber ganz ehrlich, man muss ja auch Dinge mal hinterfragen. Und alles verändert sich permanent. Ja, und warum nicht zum Besseren auch etwas verändern? Und wenn man Absolut. dadurch junge Menschen gewinnt für sich, ja, dann liegt da ein Mehrwert da drin. Ja, man will nicht immer alle für sich gewinnen, muss ich zugeben, ne? Also auch ich. Ja, auch ich bin der Arbeitgebervertreter und muss in meinem Tagesgeschäft nun mal auch sowas machen wie Probezeitkündigung oder auch mal durchaus auch Auszubildenden sagen, das geht so nicht. Also es ist ja eine Ausbildung. Also es ist ja alles geben und nehmen und es ist natürlich fördern, aber es ist eben auch fordern. Wir müssen natürlich bestimmte Mindeststandards auch fordern, also von der Leistung her. Ja, klar. Trotzdem rutscht diese Branche immer wieder ab, zu sagen, Auszubildende, die werden ja meistens wahrgenommen als Arbeitskräfte. Aber sie bleiben ja Auszubildende. Also, oder? Also, wie Ja. ist deine Erfahrung da? Nach der Ausbildung, wie ich wahrgenommen wurde, oder? In der Ausbildung. Warst du Ja. mehr Einsatzkraft oder warst du mehr Auszubildende? Auszubilden. Gut, Stimmt, gut. Ja, stimmt. das spricht für einen guten Ausbildungsbetrieb. Aber hast du nur solche Auszubildenden kennengelernt oder hast du auch Auszubildende kennengelernt, die dir gesagt haben,
Nee, ich muss im Grunde genommen jeden Monat 240 Stunden arbeiten. Mit Ja. Ausbildung ist bei mir nichts. Ja, das habe ich auch Hast mitbekommen. du. Also in So, habe anderen ich auch. Betrieben. Genau, ja. Ja, also ich finde es aber schwierig. Also es kommt, glaube ich, auch, wie gesagt, auf den Betrieb drauf an und auf die Führungskraft ein bisschen drauf an, wie die eben angesehen werden. Aber bei vielen oder bei einigen, die in der Berufsschule eben mit mir in der Klasse waren, hieß es immer, ja, ich werde für Arbeiten eingesetzt, die, wo halt keiner Bock drauf hat und die mache ich dann halt. Und das Genau. ist halt das Schwierige, weil man beginnt ja nicht die Ausbildung umsonst. Man hat einen Sonderstatus halt im Betrieb als Azubi. Und das sollte bitte auch so wahrgenommen Genau, werden, nicht irgendwie genau. als Hilfskraft oder als irgendwie derjenige, der die Drecksarbeit macht. Also dafür ist man ja nicht da. Richtig. Und dann beklagt man als Betrieb hinterher genau das und sagt, ja, die brechen ja alle ab und so weiter, schiebt natürlich gern diese Verantwortung nur auf die Auszubildenden, nämlich gern auf die Generation Z und sagt, die sind alle unfähig, die sind alle unmotiviert, anstatt sich selber zu hinterfragen und zu sagen, naja, die Art, wie wir es machen, vielleicht schreckt die ja auch viele junge Leute ab, oder? Ja, also ich finde, ja, es ist schwierig. Es ist, wie gesagt, zwei Seiten gehören dazu Ja. auf jeden Fall. Aber ich finde, der Arbeitgeber, also der Einsatzleiter oder wie man das eben auch nennt, hat da auf jeden Fall eine große Rolle, also spielt da eine große Rolle, das attraktiv zu Ja, gestalten. natürlich. Ja. Das ist ja die Beziehung zum Unternehmen, wird ja meistens gekennzeichnet durch die Beziehung zum direkten Vorgesetzten, egal ob Ja. das jetzt ein Teamleiter, ein Disponent, Objektleiter, was auch immer ist. Und ich glaube, wenn die Beziehung da stimmt, wenn man sich respektiert, wertschätzt, gut miteinander umgeht, dann ist das sowieso die halbe Miete für alles andere. Ja, also, aber wenn das dann natürlich schon nicht stimmt, dann ist es eben auch ein bisschen schwierig. Ja. Aber man kann eigentlich schon sagen, ja, die Älteren sollten sich auf jeden Fall auch auf die Fahne schreiben, den Jüngeren zuzuhören und durchaus für möglich zu halten, von denen auch was zu lernen. Also das ist erstmal eine gute Grundlage, glaube ich. Ja. Wenn wir jetzt über das Gewerbe reden, wie ist denn dein Blick aufs Gewerbe? Du bist ja freiwillig zurückgekommen, gut, du bildest jetzt aus. Das ist auch nochmal eine besondere Rolle innerhalb des Gewerbes. Du bist ja jetzt nicht in der Sicherheitsdienstleistung selber tätig, oder? Oder bist du? Nee, nein, nein, nur als Okay, Zuschauer. also insofern ist es schon noch eine Sonderrolle. Würdest du denn, ich frage einfach mal direkt, würdest du denn, also wieder auch zurück in die Sicherheitsdienstleistung? Wenn ich die Position bekommen würde, würde ich es auf jeden Fall machen. Okay. Das Schwierige ist, also ich habe bis jetzt leider nur negative Erfahrungen gemacht, was so Führungspositionen angeht. Also immer, wenn ich mich darauf beworben habe, hieß es halt, ja, du bist zu jung und du bist eine Frau, wie willst du dich eigentlich durchsetzen? Also da habe ich echt sehr schlechte Ist Erfahrungen das gemacht. nicht traurig? Ja, ist doch traurig, ne? Ist sehr traurig, weil immer irgendwie kam so von wegen, ja, welche Erfahrung bringst du eigentlich mit? Und dann konnte ich halt die Qualifikation nachweisen, also mein Lebenslauf ist sehr lang. Und dann hieß es, ja, du hast zwar die Qualifikation, aber ich kann dir nicht so viel zahlen wie jemand, der schon 20 Jahre dabei ist. Also das kam dann immer, wo ich dann gesagt habe, okay, möchte ich das jetzt unbedingt haben? Da wurde mit dem Gehalt Ja. verhandelt und das ist halt schwierig. Also wenn der Faktor nicht wäre, dass das immer hinterfragt wird, ja, ist sie denn jetzt schwanger, sollten wir sie kündigen? Das ist mir tatsächlich passiert. Ich wurde in CC gesetzt und dann hieß es, ja, die ist jetzt eine Woche krank, die ist jung, verheiratet, ist die vielleicht schwanger, sollten wir vielleicht über eine Kündigung reden, wo ich dann gesagt habe, hey, ich bin einfach nur krank, ne? Also und deswegen, wenn die Aspekte nicht da wären, bestimmt. Aber jetzt im Moment kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, weil Okay. halt einfach das Alter und das Geschlecht da mir die negativen Punkte da aufgezeigt haben. Na, jetzt hast du durch die Blume ja eigentlich schon gesagt, was auch an diesem Gewerbe vielleicht verbesserungswürdig ist oder woran das Gewerbe auch ein bisschen erkrankt vielleicht, nämlich in Bezug auf die, ja, dass man auch jungen Leuten, die gute Ideen haben, diese Möglichkeit vielleicht auch gar nicht gibt, ne? Das ist so, da muss natürlich jeder Betrieb sich selber hinterfragen, sich selber reflektieren. Da kann man nicht für alles sprechen. Es gibt ja auch andere gute Beispiele, zum Glück. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja eher etwas, was dich ja eher demotiviert, zu sagen, ich gehe ins Gewerbe. Da muss schon ein gutes Angebot kommen und du das Gefühl auch haben, dass du da wirklich gewertschätzt wirst, auch, ne? Dass du da auch gesehen und gefördert wirst. Aber das ist ja nicht so richtig der Fall, ne? Deswegen bist du ja vielleicht auch in dieser Sonderrolle, dass du Menschen ausbildest fürs Gewerbe. Das machst du natürlich mit voller Überzeugung, das merkt man auch, finde ich auch ganz toll. Du bist eine absolute Bereicherung. Ich glaube, sowohl in der Ausbildung, aber du wärst bestimmt auch eine Bereicherung als Führungskraft, garantiert.
Naja, aber das liegt ja an den Unternehmen, ob sie das dann erkennen oder nicht. Ja. Wenn man grundsätzlich jungen Frauen erstmal zuschreibt, zu sagen, ja, die können alle potenziell schwanger werden, ja, willkommen im Leben, das kann passieren. Ja, Ja. natürlich. Und was sind sie dadurch dann? Unfähig oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Also ich verstehe das Problem jetzt nicht. Ja, ich Aber verstehe das auch. ist eben so auch, das ist auch so das alte Denken, finde ich. Ne? Dieses alte Denken, du bist nur was, wenn du was leistest. Und wenn du schwanger wirst, leistest du nichts mehr und dann bist du für den Betrieb auch nichts wert. Dann bist du nur lästig und dann kommt noch Mutterschutz und dann muss man in 3 Jahren vielleicht oder wann auch immer du dann wiederkommst, dir wieder diesen Job anbieten und so. Und den hat man vielleicht nicht mehr. Ich finde, das ist alles altes Denken, wo man sagen muss, ey Leute, wacht mal auf. Wir müssen uns ein Ja. bisschen weiterentwickeln. Wir müssen auch solche Dinge professionell vernünftig managen, wenn wir fähige Leute für uns gewinnen wollen. Absolut. Ich finde es auch schwierig, also wenn da jemand sitzt, der wie gesagt schon 50 oder darüber hinaus ist und dann Ja, du meinst mich jetzt, ich habe schon verstanden. ein Ich fühle mich Bewerbungsgespräch mit dir führt angesprochen. und die Werte dann was ganz anderes sind und sagt dann, ja, also wie wollen Sie denn Fallbeispiel, also das war bei mir der Fall, da hieß es ja, stellen Sie sich mal vor, jetzt kommen so 5 Leute, die um die 40, 50 sind, kommen dann zu Ihnen und wollen dann mit Ihnen über Gehalt reden oder möchten sich da durchsetzen oder sonst irgendwas. Wie wollen Sie das überhaupt machen? Also schauen Sie sich doch mal an. Und dann habe ich gesagt, was ist denn an mir verkehrt? Also ich kann mich durchsetzen, ich weiß, wie ich mich zu durchsetzen habe. Ich habe genauso die Möglichkeit, mich durchzusetzen wie jemand, der älter ist. Ich weiß, was ich sage, ich weiß, was ich für eine fachliche Ja, Kompetenz eben habe. eben, ja. Wo liegt das Problem? Ja, aber ihr Erscheinungsbild, habe ich gesagt, was ist denn an meinem Erscheinungsbild? Ich bin nett, ja, aber ich kann mich trotzdem durchsetzen. Also, was hat das damit zu tun? Ja, aber die sind doch älter und Respekt und was auch immer. Ich so, ja, Respekt kann ich doch trotzdem wahren, auch wenn ich Führungskraft bin. Ich werde ja nicht gleich asozial, wenn ich Führungskraft bin. Nein. Also, das waren so Sachen, wo ich dann kopfschüttelnd rausgegangen bin, wo ich dann gesagt habe, hey, was hat das jetzt damit zu tun überhaupt? Ja, mit dir erstmal gar nichts. Also das hat Nee. ja nur mit demjenigen zu tun, in dessen Kopf das stattfindet. Ja. Also der Kopf des Entscheiders, ne? Also und wenn wir zu solchen Reizthemen kommen wie Bezahlung, dass man dann sagt, der Jüngere verdient jetzt weniger als der Ältere oder am besten noch Frau verdient weniger als Mann, ganz ehrlich, komme ich einfach nicht mit. Also ist Ja. mein Kopf nicht für gemacht, komme ich nicht mit, weil Verstehe ich auch. es kann ja nur bezahlt werden nach Verantwortung. Also natürlich auch nach Tarif und so weiter, klar, aber wir reden ja häufig eben über Jobs, also gerade in der Führung, die jetzt tariflich nicht immer so gut geregelt sind, wo es dann manchmal vielleicht sogar auch Verhandlungssache ist, wie viel man verdient oder wie wenig, kann schon sein. Aber da kann ich doch nicht einem jüngeren Kollegen weniger zahlen als einem älteren oder es vielleicht vom Geschlecht noch abhängig machen, ganz ehrlich. Da muss man sich dann einfach selber ohrfeigen. Das wäre jetzt Ja. mein Tipp. Ich kann keinen besseren Tipp geben. Das ist eben, weil das ist ja irgendwie nicht nachvollziehbar. Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Also. Ich verstehe das auch nicht. Ich bin auch in Gespräche reingegangen, wo es hieß, ja, ich fand sie so interessant, deswegen wollte ich sie einfach kennenlernen. Ich habe gesagt, ja, was ist denn dann mit dem Jobangebot? Also wollten Sie mich überhaupt als Führungskraft einstellen? Ja, nee, aber ich wollte einfach wissen, wie Sie so von Personen sind, weil Sie haben so viele Qualifikationen und so aus dieser Generation, ich wollte einfach mal hören, wie Sie so drauf sind, wo ich mir dann dachte, okay, danke, aber ich bin nicht an dem Gespräch gerade interessiert. Ich war wegen dem Job da Ja, und genau. nicht wegen dem Ja, Gespräch. ja, ja. Also es ist ja schade. Ja, das ist dann schon schade. Ja. So, zurück zur Frage. Also aus deiner auch speziellen Rolle als Dozentin und als Fachkraft für Schutz und Sicherheit, du hast das Gewerbe erlebt, hast schon vieles gesehen. Wie würdest du das Gewerbe beschreiben? Also wo liegen die größten Herausforderungen? Was muss sich ändern, damit sich etwas ändert? Also, ich weiß es natürlich jetzt nicht von Arbeitgebersicht, aber ich finde, dieses Konkurrenzdenken ist bei vielen so der Punkt, wieso die Sicherheitsbranche einfach nicht weitergeht. Also, wir sind ja total in diesem Also die Konkurrenzdenken verhaftet. Sicherheitsfirmen untereinander, meinst du Genau, so? Ja. untereinander, Okay. dass die Kommunikation ja überhaupt nicht da ist, dass man sagen kann, okay, guck mal, wir bieten das an, dass wir in verschiedenen Betrieben reinschauen können, zum Beispiel die Fachkräfte. Dann wäre das vielleicht auch interessanter, dass man sagt, man kann mal in die Einsatzzentrale von einem anderen Betrieb reinschauen. Und ich finde, das ist der Punkt, die Kommunikation untereinander ist ja überhaupt nicht da. Obwohl die Kommunikation in der Sicherheit so wichtig ist, ist die überhaupt nicht vorhanden, Ja, weil ja. die halt total in diesem Konkurrenzdenken drin sind. Und irgendwie werden die Aufträge ja eher an Quantität gegeben als Qualität, finde ich. Also ich sehe es zumindest so, also ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich ja nicht Ja. Arbeitgeber bin, aber
dass immer so vom Billigsten ausgegangen wird und dann setze ich halt die Mitarbeiter so ein und die kriegen halt nur das, weil der Aufträge bezahlt mir halt nicht so nur so viel. Vielleicht könnte man da mehr mit untereinander zwischen den ganzen Firmen einfach kommunizieren und sagen, hey, wir bieten die Dienstleistungen nur zu dem Preis an. Punkt. Dann wäre das vielleicht mit dem Geld auch nicht so problematisch unter den Mitarbeitern, dass die dann 300 Stunden arbeiten müssen, dass sie dann halt weniger arbeiten, wie die Azubis das wollen. Die Azubis das wollen, dann wird der Job auch attraktiver und dann sagt man auch, okay, man hat immer einen gewissen Grundlohn, wo man sagen kann, okay, man ist bei jedem ungefähr bei 14, 15 Euro und kann dementsprechend auch arbeiten. Aber wenn ich immer nach dem Billigsten gehe und die Firmen sich immer billiger anbieten, dann ist es ja keine Qualität mehr. Dann ist ja nur noch die Quantität da. Ja, kann ich bestätigen. Ja. Nach 32 Jahren Sicherheitsdienstleistung kann ich das bestätigen. Ja, man könnte den Markt positiv beeinflussen, dadurch, indem man kommuniziert im Markt und kooperiert vielleicht auch. Man kann nicht in jeder Hinsicht kooperieren. Klar. Ich sag mal, Wettbewerbsabsprachen haben natürlich rechtliche Grenzen, das muss man auch einfach so sagen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ja, allein die vielen schwarzen Schafe, die wir haben, ich sage das mal so salopp und so ungenau, schon dafür sorgen, dass Marktpreise kaputt gemacht werden, dass es sehr, sehr hart ist im Wettbewerb und dieser extreme Verdrängungswettbewerb, Preiswettbewerb, dann natürlich überhaupt nicht für Qualität sorgen kann. Also da gibt es keine Qualität, ne? Ja. Weil da zu Preisen Aufträge gemacht werden, wo man sagen muss, der Betrug, der ist quasi vorher schon mit einkalkuliert. Ja, und wer sind die Leidtragenden? Immer die Leute, die eingesetzt werden. Die können dann noch froh sein, wenn sie überhaupt tariflich verdienen, geschweige denn irgendwelche darüber hinausgehenden Leistungen bekommen oder Schulungen. Und das kostet ja alles Geld. Qualität kostet nun mal Geld. Ja, Ja. und da gibt es auch keine Diskussion. Ich glaube, mehrere sind in dieser Verantwortung. Also der Auftraggeber ist natürlich in einer sehr großen Verantwortung, dass er da auch mit drauf guckt. Aber der Markt selber, und da sagst du was sehr Wichtiges, kann ja auch sich entwickeln dadurch, dass er eben ja, miteinander kommuniziert. Und das wird wenig getan. Das muss ich leider bestätigen. Ja. Wird wenig getan. Und im Rahmen Ausbildung, wenn wir ganz kurz diese Brücke bauen, ist das dann eher sehr, sehr schlecht, weil diesen angehenden Fachkräften könnte man eine wesentlich bessere Ausbildung gewährleisten, wenn man wirklich mehr Kooperationspartner hätte. Und damit meine ich nicht mal, dass man füreinander arbeiten muss. Das ist ja so diese Sub vom Sub vom Sub, das kennen ja auch viele das Problem. Ja, das ist oftmals auch mit vielen Nachteilen verbunden, aber es geht eher um Kooperation und sei es nur Ausbildungskooperation, dass man sagt, okay, man hat vielleicht wenige Firmen, die alles machen heutzutage. Das war früher in den 1990er Jahren, als ich in die Branche eingestiegen bin, war das noch ein bisschen anders. Da gab es wirklich die Multidienstleister in der Branche, die haben alles gemacht. Die hatten eine Notruf- und Serviceleitstelle, Geldtransport, die hatten einen Bereich Personenschutz, die hatten einen Bereich Ermittlungen, die hatten einen Bereich Einzelhandel, Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr, Veranstaltungsschutz und so. Da gab es solche großen Dienstleister. Und das gibt es heute immer weniger. Es gibt ganz, ganz viele kleine bis kleinste Unternehmen. Da gibt es natürlich die Big Player auch noch, klar. Dann gibt es aber die Spezialdienstleister, die nur Geldtransport machen oder nur meinetwegen im Einzelhandel tätig sind und so weiter. Das heißt, wenn ich irgendwo in diese Branche komme und arbeite für einen Dienstleister, der nur Sicherheit im Einzelhandel macht, dann mache ich 3 Jahre lang in meiner dualen Berufsausbildung nur Sicherheit im Einzelhandel, weil es keine Kooperation gibt. Wenn es Kooperation gäbe, dann könnte ich vielleicht auch eine Leitstelle kennenlernen, könnte mal einen Revierkontrolldienst machen oder könnte mal Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr machen oder. Ja, das ist ja das, was du auch meinst. Ja, genau. Ja, da bleiben viele Türen leider zu, weil man da aufgrund dieses Konkurrenzdenkens, diesem brutalen Wettbewerb, einfach ja, diese Kooperationsmöglichkeiten sich vielleicht auch gar nicht schaffen will. Und ich glaube, dadurch bleiben viele Türen zu einfach. Ja, und ich denke auch, dass es so ein Faktor ist, wo viele Azubis einfach sagen, ist mir einfach zu einseitig, weil ich würde jetzt nicht wollen, 3 Jahre lang einfach nur im Laden stehen zu bleiben und die ganze Zeit da Kontrollgänge zu machen, hätte ich keine Lust. Und Genau. wir hatten, also ich hatte zumindest die Möglichkeit, in vielen Bereichen reinzuschauen, auch mal in die Disposition reinzuschauen, also in die Personalplanung mit reinzuschauen. Und es war auch interessant, aber das sollte bei jedem Betrieb möglich sein und nicht nur bei einzelnen. Ja.
Also ich finde, jede Fachkraft sollte auch wirklich dieselbe Chancengleichheit bekommen, dieselbe Chance haben, in Bereiche reinzuschauen. Und da finde ich das so schade, dass man eben in der Berufsschule dann hört, ja, die einen werden absolut scheiße behandelt, die anderen sind die ganze Zeit im selben Gebiet halt und bekommen nichts anderes mit, sind total abgekapselt. Die einen sind nur im Pfortendienst und sehen nichts anderes, wollen aber in den Geld- und Werttransport oder Personenschutz oder so. Also wie gesagt, das eigentlich die Das ist gut. Kommunikation am wichtigsten unter Aber den. gut, dass du diesen Hinweis einfach gibst, weil das total wichtig ist, auch für die Verbesserungsmöglichkeiten, die man so hat, ne? Und wenn man seine Ausbildung verbessern will und das innerbetrieblich nicht kann, weil man eine bestimmte Auftragsstruktur hat, zum Beispiel, ja, was kostet es einen zu sagen, Mensch, so eine Kooperation einzugehen und zu sagen, unsere Auszubildenden machen, lernen auch mal andere Bereiche kennen. Das ist eine super Sache, auf jeden Fall. Es wird nicht mal wirklich mit Kosten zusammenhängen, das Ganze. Nur mit Mühe. Ja. Okay, was siehst du noch für Verbesserungsmöglichkeiten oder, nee, erst eine andere Frage. Diese ganze Fachkraft für Schutz und Sicherheit Ausbildung, macht die für dich Sinn? Also du hast sie gemacht, du hast sie offensichtlich gerne gemacht. Für dich macht sie Sinn? Macht sie insgesamt Sinn? Muss ich da vielleicht was ändern? Oder wie ist das? Ja, also ich finde schon, dass da so eine Grenze gesetzt werden sollte, wann ich jetzt eine Fachkraft brauche und wann nicht, weil irgendwie ist das jetzt nicht gescheit geregelt und irgendwie wird man ja auch nicht dementsprechend bezahlt. Also in der Ausbildung hörst du ja irgendwie in den Prüfungen immer, ja, du kriegst 25 Euro pro Stunde, 30 Euro pro Stunde und dann kommst du so ins echte Leben und kriegst irgendwie nur 16 Euro, wo ich mir dazu denke, für eine Fachkraft. Deswegen macht es für viele wahrscheinlich keinen Sinn, die Fachkraft zu machen, weil man mit der Sachkunde genauso verdient wie bei einer Fachkraft. Und da finde ich, da sollten auch auf jeden Fall Grenzen gesetzt werden oder gescheite Strukturen geschafft werden. Okay, ab da brauche ich eine Fachkraft, beispielsweise als Führungsposition. Finde ich, ist eine Fachkraft wesentlich qualitativer als jetzt einer, der nur die Sachkunde hat. Und da finde ich schon, dass das Regelungen kommen sollten, wo man einfach klare Grenzen setzt und sagt, okay, da braucht man eine Fachkraft und da dann eben nicht. Weil ansonsten gehen die Fachkräfte halt unter und versuchen dann was natürlich weiterzumachen mit Meister, mit Studium, mit Doktor oder sonst irgendwas, damit die halt irgendwas aus sich machen können. Also die Fachkraft hat ja eine Besonderheit im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ausbildungen. In dem Berufsbild selber befindet sich schon der Hinweis darauf, dass das Ganze dem Zweck dient, auch in der Führung zu arbeiten. Ich sage das mal so ganz pauschal, Führung, ne? Also als Führungskraft eingesetzt zu werden. Und also seit es die Fachkraftausbildung gibt, sehe ich das auch als Rekrutierungsmöglichkeit, gerade für Führungskräfte, für angehende Führungskräfte. Wer das nicht tut und wer das nicht sieht, der verbaut sich auch selber was als Betrieb. Also das ist total wichtig, auch diese Ausbildung als das anzusehen. Es geht ja nicht darum, dass wir hier Wachleute ausbilden, 3 Jahre, ne? Also das ist ja nicht. Und ich meine diesen Begriff Wachleute jetzt überhaupt nicht irgendwie despektierlich in irgendeiner Form, sondern ich meine einfach nur, es macht natürlich keinen Sinn, 3 Jahre jemanden auszubilden in etwas, was derjenige auch in einer Woche lernen kann. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht so sinnvoll. Es gibt ja schon einen Grund, warum man so lange ausgebildet wird. Und ja, es gibt leider auch Gründe dafür, warum dann nur wenige Fachkräfte danach zufrieden sind mit den Jobangeboten, die sie bekommen. Hast du in der Fachkraftausbildung, an die du dich erinnerst, hast du auch erlebt, dass Leute zu dir gekommen sind, also altgediente Sicherheitskräfte gekommen sind und dich gefragt haben, ja, warum machst du das überhaupt? Also es bringt doch gar nichts, diese Ausbildung. Hast du das erlebt? Ja, eigentlich fast tagtäglich. Tagtäglich. Ja, genau. Das Ja. erlebe ich auch immer wieder. Und eine der ersten Dinge, die ich unseren angehenden Fachkräften sage, bei der Begrüßungsveranstaltung, die wir jedes Jahr machen im August, dann sage ich, okay, es wird passieren. Leute werden zu euch kommen und werden versuchen, euch das auszureden. Und werden euch auch Argumente nennen und auch sagen, ja, verdienst ja gar nicht mehr, kannst du direkt Sachkundeprüfung machen und dann hinterher hast du auch nicht mehr an Geld als Fachkraft, weil es die Jobs nicht gibt und so weiter und so fort. Und dann versuche ich gegenzuhalten und ich versuche dann eben auch zu argumentieren, warum man die Ausbildung dennoch machen sollte. Aber du hast es Ja. auch erlebt. Ja, bei mir ist es eigentlich immer gegenteilig so. Also desto mehr Leute reinreden, umso mehr ist mein Ehrgeiz zu zeigen, dass ich es trotzdem mache. Also bei mir funktioniert das überhaupt nicht, dass da irgendjemand rein, sondern ich mache dann genau das Gegenteil. Also ich bin dann Okay. nicht so, dass ich mich verunsichern lasse und dann sage, ja, Ein sehr guter Zoll, Charakterzug. Auf Zoll jeden wäre dann Fall. eine Alternative oder so, sondern ich sage dann, nö, das mache ich Gut, jetzt, ziehe ich gut. jetzt durch. Sehr schön.
Ja, hast du auch zum Glück. Ich sage den Leuten allerdings auch noch was, das möchte ich an der Stelle einfach erwähnt haben. Ich sage den jungen Leuten dann, die bei uns anfangen mit der Ausbildung, sage ich, okay, ihr werdet mit diesem Widerstand eben zu tun bekommen. Am Ende müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ihr seid verantwortlich selbst für diese Entscheidung. Und das ist klar, nur ich sage dir natürlich auch die Wahrheit über diese Branche und sage auch, ja, wie groß sind die Chancen hinterher als Fachkraft direkt nach der Ausbildung auch einen Arbeitsvertrag zu bekommen und auch als Fachkraft bezahlt zu werden. Ja? Also die Fachkräfte werden ja auch tariflich wesentlich höher eingestuft. Allerdings ist die Grundbedingung, dass der Betrieb bzw. der Auftraggeber dann eben diese Fachkraftqualifikation auch fordert und dann wird sie erst bezahlt. Und das ist auch ein krankes System, muss man sagen. Also in dieser Ausbildung, also man macht diese Ausbildung in einer Branche, aber obwohl man dazu ausgebildet ist, kriegt man hinterher nicht diesen Fachkraftlohn, sondern den kriegt man auch nur dann, wenn der Auftraggeber das fordert. Das ist doch verrückt. Und das gibt es auch in keiner anderen Branche. Das gibt es auch nur bei uns. Und das demotiviert diese Leute, keine Absolut. Frage. Und deswegen mache ich auch die Erfahrung, dass wir nicht nur für den Betrieb oder nicht nur für die Branche ausbilden, sondern dass unsere Fachkräfte, die hinterher fertig sind, dann eben auch ja, überall hingehen. Also mittlerweile auch zunehmend in Behörden gehen. Also meine Erfahrung ist auch die, dass die Ordnungsbehörden, das Justiz, aber auch Polizei und so weiter sehr gerne Fachkräfte für Schutz und Sicherheit in die Ausbildung nehmen. Also die machen dann quasi hinterher die behördliche Ausbildung, weil die auch merken, ja, die haben da schon was gelernt, was uns auch echt nutzen kann. Das heißt, wir werden zunehmend uns damit ja, auseinandersetzen müssen, dass unsere jungen Fachkräfte eben abgeworben werden durch Behörden. Und wir müssen irgendwas tun, dass die bleiben. Das muss die Branche schaffen. Und wenn die das nicht schafft, dann bilden wir eben eher für die Gesellschaft Fachkräfte aus, als wie für die Betriebe. Und das wäre sehr schade. Absolut. Oder wie ist dein Blick auf diese Dinge? Also ich finde, die Faktoren, die da mitspielen, eine behördliche Ausbildung dann zu machen, sind halt einfach dieses, wie gesagt, dieses Work-Life-Balance einfach, das spielt da mit rein. Und was man dann halt als Beamter alles so für Vorteile hat, Ja, das klar. wird halt gesehen. Und das hat man halt in der Sicherheitsbranche nicht. Deswegen, wie gesagt, es muss irgendwie attraktiver gemacht werden. Also da muss auf jeden Fall irgendwie sich zusammengesetzt und zusammengeschweißt da was überlegt werden. Ansonsten wird sich das nicht ändern. Also ich habe Glaubst du, wer sind selber. da die wichtigsten Akteure? Also du wirst ja selber auch im Bilde sein, dadurch, dass du andere ausbildest bezüglich gewerberechtlicher Änderungen, ja, also bezüglich der Dinge, die da vielleicht kommen werden, Sicherheitsgewerbegesetz, sage ich mal so als Stichwort. Versprichst du dir da wirklich maßgebliche positive Veränderungen oder wie siehst du das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil also es gab ja jetzt irgendwie ein Beispiel von diesem Sicherheitsgesetz oder so, also schon Ja, es mal gab einen so, Entwurf, genau, ja. genau, einen Entwurf. Ich habe da jetzt nicht so wirklich Veränderungen gesehen. Also ich weiß nicht, wer sich da Nee. jetzt unbedingt zusammengesetzt hat und sich das überlegt hat, aber wirkliche Veränderungen sehe ich da halt nicht. Und Nö. das finde ich irgendwie schade, weil man das zwar umformuliert, aber auf dem genau selben Stand stehen bleibt. Ja, nur dadurch, dass man jetzt Wachpersonen Sicherheitsmitarbeiter nennt, ändert sich ja nichts. Ne? Also das oder gewisse Begriffe austauscht. Na klar, es gibt schon ein paar Änderungen, vielleicht gibt es auch ein paar positive Änderungen, aber so eine richtige Änderung von den Dingen, wo wir sagen, ja, das würde die Qualität tatsächlich verändern, müssten ja zu tun haben mit ja auch Anforderungen an die Qualifikation. Und wir haben ja immer noch die gleichen Rahmenbedingungen und die werden wir auch behalten. Wir haben so eine Zugangsvoraussetzung, ja, um das mal ganz einfach zu sagen, wir haben diese einwöchige Schulung und diese 40-stündige Unterrichtung, die wird dann wahrscheinlich anders genannt, aber es wird immer noch diese Unterrichtung geben, ohne Prüfung. Dann wird es die Sachkundeprüfung geben. Und naja, dann, das sind die Zugangsvoraussetzungen, unter denen man arbeiten darf in der Branche. Und dann gibt es eben die Berufsprüfung. Und die Berufsprüfungen zum Beispiel, die werden weiterhin nicht in dieser gesetzlichen Mindestanforderung vorkommen. Und dadurch wird sich auch nichts wirklich ändern. Damit wirst du und all die, die die Fachkraft für Schutz und Sicherheit gemacht haben oder noch machen werden, weiterhin zu einer Minderheit gehören, sozusagen. Ja, zu den 10% des Gewerbes. 10%. Muss man sich mal vorstellen. Also nur 10% haben eben eine Berufsprüfung oder höherwertig. Also die Fachkraft, Meister für Schutz und Sicherheit.
Studiengänge, wollen wir gar nicht vom reden. Also das nur 10%. Und 90% der Menschen in diesem Gewerbe haben eben, naja, Sachkundeprüfung, Unterrichtung. Ja. Und ich glaube, wenn man diese Themen nicht anfasst, wird sich auch nichts wirklich ändern. Das glaube ich auch nicht. Würdest du sagen, das müsste sich ändern? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich so wie es ist von den Qualifikationen, das passt einfach zum Markt? Ich finde es schwierig. Also die Unterrichtung finde ich belächelnd, sage ich jetzt mal so. Also, dass man damit dann einfach fremdes Leben und Eigentum bewachen darf, ist für mich immer noch so ein Fragezeichen in meinem Kopf, wo ich sage, das kann ja nicht sein. Die Sachkunde finde ich auf jeden Fall, die sollte so erhalten bleiben, finde ich. Also die Anforderungen sind ja nicht wenig. Also es sind ja schon einige Themengebiete, was man wissen muss. Das sollte so erhalten bleiben. Ich finde aber auch der sprachliche Aspekt sollte mehr beachtet werden. Also ich bin offen für Diversität und Vielfalt, absolut nicht der Rede wert. Aber wenn ich mit meiner Gegenpartei nicht kommunizieren kann, dann macht es auch keinen Sinn, in dieser Branche zu arbeiten. Und das habe ich leider sehr oft erlebt, dass halt einfach dieses sprachliche Niveau nicht erhalten ist, sondern nicht da ist, und es dann schwieriger fällt, mit denen eben zu kommunizieren. Und das finde ich halt schwierig. Da sollte vielleicht mehr Augenmerk drauf gelegt werden, dass da eben so ein Grundbaustein eben da ist, dass man sagt, okay, ab dem Niveau stellen wir eben ein. Und ja, das würde ich auf jeden Also Fall ist das so sagen. ein bisschen Plädoyer, das Sprachniveau hochzusetzen und zu sagen, okay, wir reden nicht über B2, sondern eher C1 oder so? So in diese Richtung oder meinst du damit was anderes? Also was kann jetzt Nee, die Branche tun, um da was zu verändern? ich würde auf jeden Fall das Sprachliche auf jeden Fall mit einbeziehen, aber auch ja, bei der Überprüfung der Mitarbeiter halt ein bisschen strenger rangehen und nicht einfach bei jedem sagen, ja, zuverlässig, das passt schon, das ist in Ordnung und du siehst einigermaßen so aus, als wärst du körperlich fit, so stellen wir dich ein, sondern dass da halt strenger das Ganze beachtet wird oder geschaut wird und nicht einfach jeder Zweite so genommen wird. Okay, aber wir haben ja schon die Hürde durch das Bewacherregister, also sprich, jedes Unternehmen, was sauber arbeitet, ich sag's mal so direkt, muss ja jeden Mitarbeiter, bevor er eingesetzt wird, eben über das Bewacherregister registrieren. Registriert werden kann ein Mensch ja nur, wenn er eben diese Grundqualifikation hat, also mindestens Unterrichtung, Sachkundeprüfung, oder höherwertig. Und wenn er eben dann im gewerberechtlichen Sinne zuverlässig ist, also nicht vorbestraft und so weiter. Und erst nach dieser positiven Überprüfung der zuständigen Ordnungsbehörde, nach Freigabe, darf ja der Mitarbeiter dann überhaupt eingesetzt werden. Das heißt, jedes Unternehmen, was sich an diese Spielregel hält, würde ja dann über diese Hürde springen, die du gerade beschreibst, oder? Oder nicht? Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich habe schon erlebt, dass es da auch ein paar Ausnahmen irgendwie gab. Also ich weiß jetzt nicht, ob das zu den schwarzen Schafen dann schon dazugehört, aber ich habe das schon erlebt, Das dass wissen die selber nicht, ob die dazugehören. ich finde, es ist schwierig formuliert in der Gewerbeordnung drin. Also da sind ja ein paar Straftaten eben genannt, wo man sagt, okay, ab da bist du nicht mehr zuverlässig. Ach so, die Regelunzuverlässigkeit, die wir heute noch haben, ja. Genau, Okay, da will man genau. ja ein bisschen was anfassen, aber genau, wir haben ja so eine Regelunzuverlässigkeit, wenn man auf eine bestimmte Art und Weise vorbestraft ist mit bestimmten Tagessätzen oder sogar mehrfach, dann ist man eben in der Regel unzuverlässig. Ja. Ja, genau. Und ich habe da schon einige Ausnahmen mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob das gewollt war oder das einfach so zulässig war. Auf jeden Fall habe ich da schon einige Ausnahmen mitbekommen. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist auch noch einfach die Person an sich selbst zu überprüfen. Also nicht einfach zu sagen, okay, die Person hat die Qualifikationen, hat die Sachkunde, ist zuverlässig, sondern einfach mal auch zu schauen, wie der Mensch zwischenmenschlich ist. Weil viele Unternehmen schauen da gar nicht drauf und sagen einfach, ja, passt schon so, der hat die Qualifikationen und das passt mir so. Und die werden dann eingesetzt, sind dann aber unfähig, mit Menschen zu kommunizieren. Also ich finde,
Da sollte natürlich die Qualifikation beachtet werden, aber auch dieses Zwischenmenschliche, ob die überhaupt in der Lage sind, mit Menschen umzugehen und auch mit Stresssituationen umzugehen. Glaubst du, es liegt daran, dass die Betriebe das nicht wollen oder können sie nicht? Du sprichst ja jetzt gerade über die Eignung vom Personal. Also das ist ja ein Bereich, der ist wenig messbar, ne? Also jeder, der zuhört und einen gewissen Eigenanspruch an sich und die Branche hat, wird das sofort bejahen und wird sagen, ja, auf jeden Fall. Aber jeder, wenn er ehrlich ist, in Bezug auf seine eigene Erfahrung, wird auch sagen, ja, ich erlebe immer wieder, wie Sicherheitskräfte gerade in konfliktträchtigen Bereichen eingesetzt werden, die jetzt persönlich nicht geeignet sind. Und zwar in Bezug auf ihr Verhalten, Auftreten, so diese Sachen. Diese Sachen meinst du ja auch. Die sind natürlich sehr schwer messbar. Aber ich frage trotzdem ganz provokant, glaubst du, es liegt daran, dass die Betriebe nicht können oder wollen sie nicht die richtigen einstellen? Ich Ich meine, denke, das ist eine provokante Frage. ich Ich bin denke gespannt auf viele, deine Antwort. ja, viele wollen das gar nicht. Okay, also du meinst, es Also ist denen gar nicht ich. wichtig. Die sagen einfach, wir haben hier Personalbedarf, wir brauchen hier wieder ein paar Leute, okay, der erste wird eingestellt, egal, auf die Eignung gucken wir gar nicht so. Ich habe da, zumindest habe ich das Gefühl, dass das so ist, also dass da nicht wirklich drauf eingegangen wird und das Okay. angeschaut wird, sondern das heißt, ja, du hast die Qualifikation, dann arbeitest du. Hast das alles? Funktioniert, super. Also es geht eher um die Funktion. Es klappt alles. Du kannst die Position sozusagen füllen. Ich habe diese Lücke nicht mehr und ich habe keine Kopfschmerzen. So ungefähr kommt mir das rüber. Also dass da auf diese persönliche Eignung drauf eingegangen wird, ob die Person in der Lage ist, das glaube ich eher weniger, dass die Betriebe, dass denen wichtig ist. Das ist auch am schwierigsten, glaube ich, festzulegen. Das könnte man auch gesetzlich nicht wirklich lösen, was du da Ja, klar. ansprichst. Ich finde aber in der Praxis ist das ein super wichtiger Aspekt. Und Betriebe, die Wert auf Qualität legen und auch Auftraggeber, die Wert auf Qualität legen, die haben ihre Instrumente, dass das eben nicht passiert. Oder die greifen rechtzeitig ein und sagen, okay, wir stellen jetzt fest, jemand ist in einem konfliktträchtigen Bereich und sorgt eigentlich immer nur dafür, dass Situationen eskalieren zum Beispiel, verhält sich nicht angemessen und dann wird er dann rausgenommen. Das ist ja total wichtig. Aber wir sprechen ja noch über was ganz anderes. Du hast ja schon angedeutet, dass du so den Eindruck hast, dass es Ausnahmen gibt. Ich hoffe nicht, dass es die Regel ist, aber ja, es gibt viele Betriebe, die sich ja nicht mal an diese Hard Facts halten, also nicht mal an die gesetzlichen Vorgaben halten. Und nur in dem Punkt würde ich dir bis jetzt widersprechen. Die Formulierung des Gewerberechts ist ziemlich eindeutig, wenn es um die Anmeldung von Personal geht, die Genehmigung, Freigabe von Personal. Da haben wir den Paragraph 11b immer noch Gewerbeordnung, da geht es ja um das Bewahrerregister. Das ist ganz eindeutig. So, und das heißt, ohne jemanden zu registrieren, ohne dass er freigegeben wird, darf ich ihn gar nicht einsetzen. Und da geht es nicht mal um diese Dinge, die du gerade genannt hast, in Bezug auf diese persönliche Eignung. Da geht es ja nur um die Qualifikation und um die Zuverlässigkeit, die sich überprüfen lässt, also anhand der unbeschränkten Auskunft, ne? Führungszeugnis und so weiter. Ne? Also das sind ja Dinge, die kann man überprüfen. Dann kann man sagen, ja, wir wissen zwar noch nicht, ist er geeignet, persönlich geeignet, aber wir wissen, er bringt die Qualifikation mit und die Zuverlässigkeit. Und selbst da gibt es ganz viele Unternehmen, wie auch immer wir sie nennen wollen, die sich nicht an diese gewerberechtlichen Spielregeln halten. Die nämlich einfach sich die Kosten sparen. Jede Anmeldung einer Wachperson im Bewacherregister kostet Geld und zwar nicht wenig Geld. Und wenn ich eine hohe Fluktuation habe, kostet sie sogar eine Menge Geld. Und die sparen sich das. Vielleicht sparen sie sich auch, weil sie sagen, naja, komm, viele Leute werden in der Probezeit gekündigt. Wir haben ja eine irre Fluktuation in der Branche. Und da geht es viel rein und raus. Und dann spare ich mir einfach die ganze Anmeldung. Das Verrückte ist, wenn ich mir die Anmeldung spare, wenn ich also jemanden gar nicht im Bewacherregister registriere ab dem ersten Tag seines Einsatzes, dann spare ich mir nicht nur Geld, sondern es gibt auch keine Zuverlässigkeitsüberprüfung. Das heißt, die Gefahr, dass ich vorbestrafte, kriminelle Menschen in Dienstkleidung bei mir beschäftige, ist größer. Und ja, vielleicht hat jemand noch nicht mal eine IHK-Unterrichtung. Das heißt, das, wo wir sagen, wo wir uns eigentlich einen gewissen Anspruch haben an diese Branche, wo wir sagen, das ist eigentlich schon zu wenig, also diese 40-stündige Unterrichtung ist eigentlich zu wenig als Mindestvoraussetzung. Sogar das haben einige nicht. Sogar das haben einige nicht. Bei mir, ich will nicht sagen tagtäglich, aber sehr häufig Menschen begegnen, die sagen, ich arbeite schon monatelang in einem Sicherheitsunternehmen, sogar in einem Bereich, wo es eine Sachkundeprüfungspflicht gibt. Da arbeite ich monatelang und habe gar nichts und frage mich, wann soll ich das machen?
So, und dann kriegen die von ihren Vorgesetzten gesagt, ja, machen wir innerhalb der Probezeit. Holen wir nach. Es gibt kein Holen wir nach. Das Gewerberecht kennt diese Ausnahme nicht. Aber in dem Augenblick weiß ich, dass ich für einen Betrieb arbeite, der sich selber nicht an die gewerberechtlichen Spielregeln hält. So, der Betrieb arbeitet nicht sauber im gewerberechtlichen Sinne. Und das ist natürlich ein Grundproblem. Das ist ein Grundproblem in dieser Branche. Ein anderes Problem ist, dass diese Betriebe in der Regel nicht erwischt werden, weil dieses Gewerbe eben schlecht überwacht wird. Ja, also da finde ich auch, also ich habe ja, ich glaube, letztes Jahr war das, dass der Zoll da so einige Überprüfungen in der Sicherheitsbranche Ja, gemacht gut, die hat. überprüfen andere Dinge, aber genau, die überprüfen eben auch, ja. Ja, aber ich finde, dass das auf jeden Fall öfter gemacht werden sollte, weil wir bewachen fremdes Leben und Eigentum und das ist nicht einfach so selbstverständlich oder eine einfache Sache, sondern das ist nicht ohne. Und ich nenne das immer so gerne Wohnzimmerfirmen, die es halt mal gibt und dann wieder mal nicht gibt. Ich habe das auch schon häufig mitbekommen, wo es hieß bei der Einstellung, ja, ist nicht schlimm, wenn du noch nicht die Sachkunde hast, wir können das ja nachholen. Du kannst ja schon mal vorarbeiten und dann reden wir danach darüber. Und Genau. also, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, das ist so, genau. Ich sage den Leuten das dann eben auch immer die Wahrheit, ne? Also ich will nicht Ja. irgendwelche Betriebe schlecht machen und so. Das ist, liegt mir völlig fern. Da muss jeder die Verantwortung für sich selber übernehmen, auch innerhalb der Branche. Aber ich sage den Leuten dann zumindest die Wahrheit und sage, sie arbeiten in einem Unternehmen, wo die gesetzlichen Bedingungen nicht eingehalten werden. Das ist vielleicht nicht so gut. Vielleicht sollte man grundsätzlich erstmal für sich den Anspruch haben, erstmal grundsätzlich nur für Firmen zu arbeiten, die selber auch Recht und Gesetz einhalten, weil das ist ja das, was wir auch tun. Wir sorgen für Schutz und Sicherheit. Und irgendwie sollte man das schon sehr geradlinig tun, finde ich. Und Das mit einem finde ich gewissen auch. Eigenanspruch auch. Ja. Muss ich noch irgendwas ändern? Also wir haben jetzt schon viele Themen berührt, die sich ändern müssen. Ja, außer ich finde die Einstellung halt allgemein, das haben wir aber schon besprochen, also mit dem Mindset allgemein, wie man an die Sache rangeht, sollte sich halt geändert werden. Ansonsten wüsste ich nicht, was es noch gibt. Das Gehalt haben wir ja auch schon angesprochen, dass da man irgendwie mit dem und zwischen den Unternehmen das irgendwie klären könnte. Ja. Ansonsten hätte ich keine Punkte, wo ich noch sage, was mir jetzt einfällt. Und wie kann, weil du hast das zwischendurch einmal kurz erwähnt, wie kann denn die Branche sich insgesamt attraktiver machen? Also wie kriegt man das hin, dass man so ein bisschen aus diesem Klischee noch mehr rauskommt und schon zeigt, weil es gibt viele hervorragende Sicherheitskräfte, hochqualifizierte Sicherheitskräfte, die einfach auch im öffentlichen Raum, ne, für Schutz und Sicherheit sorgen. Und die nicht mehr wegzudenken sind. Also, weil ja, ich sag mal, Sicherheit nicht nur eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Es gibt ja kein Sicherheitsmonopol. Das heißt, wir haben ja auch in Bezug auf Anzahl Polizeivollzugsbeamte, Sicherheitskräfte, ja, fast Augenhöhe, nicht ganz. Wir haben immer noch ein paar Polizisten mehr in Deutschland wie Sicherheitskräfte. Aber wir haben schon enorm viele Sicherheitskräfte, also fast 300.000. Und die tragen ja auch zur Sicherheit der Gesellschaft bei. Also die Verantwortung ist ja enorm. Ja, egal wie einfach die einzelne Aufgabe sein mag und sei es nur eine Einlasskontrolle bei einer Großveranstaltung, aber wir wissen auch alle, wo die Risiken liegen. Und Sicherheitskräfte werden ja immer aus dem Gedanken gewisser Schutzziele heraus eingesetzt, auch wenn denen das nicht immer bewusst ist. Ja, aber das ist ja so. Das ist schon ein ganz wichtiges Ziel der Sicherheitsdienstleistung. Und da muss ja was passieren, ne? Also insgesamt muss ja was passieren. Also ich finde, der Aspekt, dass man eventuell mehr mit öffentlichen Stellen zusammenarbeitet oder mit Bildungsinstituten das Ganze weiterbringt, an zum Beispiel Messen geht, wo Azubis sind oder so, wo man mal was ausstellt und darüber überhaupt belehrt oder denen das erklärt, wie das überhaupt in der Sicherheit abläuft. Weil ich finde, von außen wird das immer so wahrgenommen, wir sind Hilfs-Sheriffs, wir stehen an der Tür, wir sind so die Brutalos so. Das wird immer wahrgenommen, aber alles andere sieht man gar nicht. Und ich Ja, finde, ja. vielleicht könnte man da irgendwas wie so eine Aufklärung halt durchführen, dass die Branche einfach dann nach außen auch erstmal so ein gutes Bild hat. Und dadurch denke ich auch, dass da auch viele qualifizierte oder persönlich qualifizierte Leute kommen werden in diese Branche und die Branche sich dadurch eben weiterentwickelt. Unbedingt. Also die Branche muss sich dazu zwingen, sich attraktiver zu machen. Das ist einfach Absolut. so. Und das ist quasi dann auch schon ein Teil der Antwort auf genau diese Frage. Also man muss sich attraktiver machen. Um sich attraktiver zu machen, muss man ja nur mal sich fragen, okay, was macht uns attraktiver, ne? Und wenn ich dann an junge Auszubildende denke, erstmal überhaupt eine Ausbildung gewährleisten, eine vernünftige Ausbildung, mit einer vernünftigen Aufklärung,
Ja, mit einer vernünftigen Beratung, mit einer vernünftigen Anleitung und so weiter. Das macht attraktiver. Na klar, zählen auch soziale Rahmenbedingungen dazu. Dann bin ich automatisch, wenn ich im Bereich der Dienstleistung bin, wir sind nun mal keine Behörden, das Geld haben wir nicht einfach so, sondern es kommt von den Auftraggebern. Und auch die Auftraggeber muss ich mit ins Boot holen. Also bei diesem ganzen Thema muss ich die Auftraggeber mit ins Boot holen. Ich muss den Auftraggebern klar machen, warum es wichtig ist, dass sie vielleicht für diesen Auftrag durchaus mehr bezahlen, weil sie eben auch bessere Leute bekommen. Und warum sind die Leute besser? Ja, weil wir vielleicht mehr für die Leute tun. Das muss ich natürlich alles unter Beweis stellen. Erzählen kann ich erstmal viel, ich muss das unter Beweis stellen. Dann aber automatisch zwinge ich mich dazu, besser zu werden. Und dann kümmere ich mich um die Qualität, nicht um die Quantität. Dann geht es nicht darum, für möglichst geringes Geld große Aufträge zu bedienen, wo ich viele Leute durchschleuse, die am Ende auch keine wirkliche Qualität bringen, weil sie ja nicht entstehen kann, die Qualität. Die Qualität kann nur entstehen, wenn ich mir wirklich die Mühe gebe, wenn ich die Zeit investiere, wenn ich Geld investiere in Mensch, Material, Ausbildung und so weiter. Ja, und das ist ja das Fazit. Ja, und diese Attraktivität wird dann auch dadurch gesteigert, durch solche Gespräche, wie wir sie gerade führen. Ja, ist so. Indem man dich kennenlernt, mal so hört, was eine junge Kollegin, ja, die schon Prüferin ist mit 22 Jahren, die Dozentin ist, die schon eine tolle Karriere gemacht hat, ja, die in Konfliktbereichen schon gearbeitet hat, die weiß, wovon sie spricht, was sie sich so vorstellt, wie sie die Branche sieht. Und da genauer hinzuhören, zu sagen, okay, daraus können wir lernen, da können wir was verändern. Das, finde ich, kann der Attraktivität eben ja in die Karten spielen. Da muss man eben nur genau hinhören und da muss man auch bereit sein, mal was zu verändern. Wenn wir uns nicht verändern, naja, gut. Ja, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, ne, sagt man so schön. Das ist dann etwas, was, glaube ich, dann auch hier stimmen würde. Stimmt. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Melda. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja, es hat mich auch sehr gefreut und ich nehme auf jeden Fall eine Menge mit. Also es war auf jeden Fall informativ, war lehrreich. Ich habe etwas von dir gelernt und ich glaube, da draußen sehen die Leute das auch so. Also du hast sehr viele sehr wichtige Aspekte gebracht aus deiner Sicht und nein, ich kann nicht bestätigen, dass die Generation Z ideenlos ist, nicht kreativ oder gar unmotiviert oder undiszipliniert. Ganz im Gegenteil, du machst mir überhaupt nicht den Eindruck. Aber vielleicht sind es gerade die Jüngeren, die eben das Ganze ein bisschen unter einer anderen Perspektive sehen, die durchaus bereit sind, ihre Leistung zu bringen, die aber viel klüger hinterfragen, wofür soll ich diese Leistung bringen? Also was ist mir das wert? Also, ne, wofür soll ich 200 Stunden arbeiten? Ich glaube, dass du auch 200 Stunden arbeitest. Ich glaube, als Dozentin musst du auch eine Menge arbeiten und dass du auch schon viel gearbeitet hast. Aber du fragst vielleicht mehr, als wie das Generationen vor dir getan haben, wofür das Ganze gut ist. Und das, finde ich, ist etwas, wovon Menschen wie ich auf jeden Fall lernen können. Möchtest du am Ende noch etwas sagen? Einen kleinen Appell an deine Generation richten? Du hast das letzte Wort. An alle eigentlich, einfach wirklich dieses mit dem Abstempeln aufhören, zu sagen, dass die Generation faul ist und dass wir nichts leisten und was auch immer, sondern einfach mal einen Perspektivwechsel durchzuführen und zu sagen, hey, vielleicht gucke ich mir das mal von deren Sicht an, wieso die das hinterfragen. Und hinterfragen ist ja nichts Schlechtes, sondern was Gutes. Und ich Ja. finde, da sollte man wirklich Hand in Hand gehen und nicht irgendwie im Konkurrenzdenken verharren und sagen, ach, das sind Azubis und wir sind älter und wir haben die Erfahrung, sondern einfach mal wirklich diesen Perspektivwechsel durchgehen und sagen, okay, vielleicht haben die doch recht. Und Absolut. einfach in Und beide dazu kann ich Richtungen. nur sagen, Perspektivwechsel hält jung. Genauso sich mit jungen Leuten zu umgeben, hält auch verdammt jung. Und ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen, als wenn ich nur unter meinesgleichen in meiner Alterskategorie mit ähnlichen Erfahrungen. Das ist langweilig, da entwickelt man sich nicht weiter, da macht man eben keinen Perspektivwechsel, da guckt man nicht über den Tellerrand, wie man das so schön sagt. Ich glaube, genau darin liegt ja auch der Mehrwert, dass man einfach mehrere Generationen mit verschiedensten Hintergründen, ja, ich bin ja absolut für Vielfalt und ich glaube, das macht auch Qualität in einem Dienstleistungsbetrieb aus, dass man diese Vielfalt hat von jüngeren, älteren, von Leuten mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund, völlig egal. Sondern dass man Absolut. das alles zusammen mischt, Geschlechter natürlich auch, und dass man dann daraus wirklich voneinander lernt, sich versucht zu verstehen und zu gucken, ah, okay, so kann man etwas besser machen, wie man es vielleicht bisher gemacht hat. Vielen Dank. Ja, ich denke, wir sagen einfach Tschüss, passt alle gut auf euch auf. Ja, und bis bald.
Bis Tschüss. bald.